Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie und euch alle sehr herzlich zum Heidelberger Salon in dieser Konstellation heute in virtueller Form. Der Heidelberger Salon, der sich heute Abend mit dem Thema bewaffnete Drohnen und das Völkerrecht beschäftigt, ist ein regelmäßiges Format, ein Veranstaltungsformat des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, das unser Berliner Büro normalerweise in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet, im Einstein-Saal. Und dort versuchen wir, unsere völkerrechtliche Grundlagenforschung und andere Forschung aus den Forschungsgebieten des Instituts in einer breiten Öffentlichkeit präsent zu machen. Heute können wir das nur digital tun und nicht im Einstein-Saal zusammentreffen, aber wir haben den Vorteil, dass wir eine große Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zuschalten können, die normalerweise nicht den Weg nach Berlin auf sich nehmen könnten und dadurch auch nochmal unsere Teilnehmerschar etwas vergrößern heute Abend. Das Thema, um das es heute gehen wird, ist ein eigentlich altes. Seit mehr als 10 Jahren gibt es schon die Debatte um die Bewaffnung von Drohnen und den Einsatz bewaffneter Drohnen durch die Bundeswehr. Die Debatte ist wieder ganz aktuell geworden, denn in den nächsten Wochen wird sich voraussichtlich der Deutsche Bundestag mit der Bewaffnung eines Drohnensystems, das bereits per Beschluss aus dem Sommer 2018 geleast wurde, beschäftigen. Und laut Koalitionsvertrag von 2018 ist dieser Entscheidung eine gründliche Würdigung der völkerrechtlichen, verfassungsrechtlichen und ethischen Aspekte des Einsatzes bewaffneter Drohnen durch die Bundeswehr vorgeschaltet. Diese Würdigung wurde in den vergangenen Wochen organisiert als öffentliche Debatte vom Bundesministerium der Verteidigung, auch in Zeiten der Pandemie, in einer Weise, in der man versucht hat, möglichst viel öffentliche Stimmen einzubinden, in Form von Webinaren, von Live-Chats, von verschiedenen Social-Media-Formaten und auch in Form einer Podiumsdiskussion. Und wir möchten ganz gern als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unseren Beitrag leisten zu dieser Debatte. Wir möchten heute danach fragen, ob die völkerrechtlichen Aspekte in diesem Würdigungsprozess eigentlich bisher hinreichend einbezogen wurden. Man hat den Eindruck auf den ersten Blick, dass die Verwendung bewaffneter Drohnen im Rahmen völkerrechtskonformer Anwendung militärischer Gewalt unter Beachtung des humanitären Völkerrechts eigentlich gar keine besonderen Probleme aufwirft. Aber sind bewaffnete Drohnen angesichts der technischen Spezifika und der Besonderheiten von geplanten möglichen Einsatzszenarien tatsächlich Waffen wie andere, über die die Bundeswehr bereits verfügt? Oder muss eine gründliche völkerrechtliche Würdigung dieser Aspekte nicht nochmal umfassender einbeziehen, als es in der bisherigen Debatte geschehen ist? Genauso wie auch Fragen der Transparenz, der Zurechnung und des gerichtlichen Rechtsschutzes. Muss die Bundesregierung im Blick auf die Gewährleistung des völkerrechtskonformen Einsatzes bewaffneter Drohnen die Völkerrechtskonformität des Verhaltens verbündeter Staaten nicht noch genauer überprüfen und sich zu Völkerrechtsverstößen deutlicher positionieren als bisher? Wie lässt sich ein völkerrechtskonformer Drohneneinsatz in Situationen wie derjenigen des globalen Kampfes gegen den Terrorismus sicherstellen, in denen sich durch das Zusammenwirken mehrerer Staaten besonders komplexe Fragen der Verteilung von Verantwortlichkeit stellen? Welche Bedeutung und Perspektive hat dabei die Entwicklung gemeineuropäischer Standards für die Beachtung von Individualrechten und auch die Herausbildung einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Wie lassen sich schnell fortschreitende technische Entwicklungen und die wachsende Bedeutung künstlicher Intelligenz in die prozedurale Gewährleistung völkerrechtlicher Standards integrieren? Diese und einige andere Fragen wollen wir heute Abend am virtuellen Tisch erörtern. Wir haben dazu eine Gruppe von Expertinnen und Experten zusammengeholt, vor allem aus unserem Institut, aber auch aus anderen institutionellen Zusammenhängen. Und wir haben auch eine Vertreterin des Deutschen Bundestages bei uns, die dann zu den Entscheidern gehören wird. An unserem virtuellen Tisch werden diskutieren. Ich stelle sie in alphabetischer Reihenfolge vor. Und Sie sehen jetzt hier auch nochmal die ganze Galerie vor uns. Leander Beinlich, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut. Philipp Dürr, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn. Dr. Matthias Hartwig, Referent am Institut. Professor Dr. Wolf Heinschel von Heineck, Professor für Völker- und Europarecht und ausländisches Verfassungsrecht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Katja Keul, Mitglied des Deutschen Bundestages und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, auch Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Professorin Dr. Heike Krieger von der Freien Universität Berlin, zugleich Max-Planck-Fellow am Institut.
Florian Kriener, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut. Dr. Isabel Ley, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU Berlin und Senior Research Affiliate am Institut. Dr. Christian Marxen, Forschungsgruppenleiter am Institut in der Forschungsgruppe Shades. Dr. Caroline Moser, ebenfalls Forschungsgruppenleiterin am Institut. Sie leitet die Forschungsgruppe Borders. Professorin Dr. Anne Peters, Direktorin am Institut und Professorin an den Universitäten Heidelberg, Basel, an der Freien Universität Berlin und an der University of Michigan Law School. Rechtsanwalt Andreas Schüller, Leiter des Bereichs Völkerstrafrecht und strafrechtliche Verantwortlichkeit beim European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, in Berlin. Stefan Sohm, Unterabteilungsleiter im Bereich Governance des Bundesministeriums der Verteidigung und bis 2018 Leiter der Rechtsabteilung des Ministeriums. Und last but not least, Professor Dr. Achilles Cordas, wissenschaftlicher Referent am Institut und Professor für internationales Recht an der Universität Bristol. Das sind also die Personen, die heute bei uns um den Tisch sitzen. Natürlich können auch Sie als Publikum sich beteiligen. Wir können Ihre Fragen im Chat aufnehmen und werden an zwei Stellen in der Debatte diese Fragen einspeisen. Halten Sie sich also nicht zurück. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir das Webinar heute aufzeichnen zu Dokumentationszwecken. Sollten Sie also nicht wünschen, dass Ihr Name und Ihre institutionelle Zugehörigkeit, wenn Sie die angegeben haben, veröffentlicht und dokumentiert werden, dann sollten Sie darauf verzichten, eine entsprechende Frage heute hier bei uns einzuspielen. Ob wir das nachher veröffentlichen, werden wir dann noch entscheiden, aber es wird auf jeden Fall aufgezeichnet. Kurz zum Ablauf der Diskussion, bevor wir loslegen. Wir werden jetzt eine Einführung meines Kollegen Dr. Christian Marxen hören, gefolgt von einer Respondenz von Stefan Sohm aus dem Bundesministerium der Verteidigung. Im Anschluss machen wir dann eine Runde um den Tisch mit Positionierungen der einzelnen Referentinnen und Referenten. Wir werden dann eine erste Möglichkeit haben, Fragen aus dem Chat in die Diskussion einzuspeisen und werden dann nach einer Antwortrunde nochmal in eine etwas interaktivere Runde um den Tisch herum eintreten. Dann gibt es nochmal einen zweiten Slot für Fragen aus dem Publikum und dann werden wir in eine Schlussrunde mit der Möglichkeit zu weiteren Antworten und Schlussstatements eintreten. Wir haben maximal 120 Minuten für das Ganze zur Verfügung, also Sie können sehr offen Ihre Fragen äußern. Wir werden hinreichend Zeit haben, das zu erörtern, wenn dafür Bedarf besteht. Jetzt wünsche ich uns allen eine anregende Diskussion und gebe das Wort an Christian Marxen. Ja, vielen Dank, liebe Alexandra. Vielen Dank auch den Berliner Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass wir heute in dieser Runde ins Gespräch kommen können und möchte gerne auf diesem Wege einige einführende Worte zu unserer Diskussion geben. Und ich habe den Eindruck, dass die rechtliche Debatte um die Bewaffnung von Drohnen zumeist in gewisser Hinsicht eng geführt wird und auf insbesondere Fragen des humanitären Völkerrechts gelenkt wird, das ja zweifelsohne hier besonders relevant ist. Hier ist das Ergebnis der rechtlichen Würdigung dann für viele aber schnell recht klar. Es gibt kein generelles Verbot nach humanitärem Völkerrecht für die Bewaffnung von Drohnen. Mit dieser Feststellung aber sollte sich die verlangte umfassende rechtliche Wertung meiner Meinung nach nicht begnügen, sondern ein verantwortungsvoller Umgang mit Technologie erfordert auch, dass die möglichen Wirkungen dieser neuen Technologien auch auf den Zustand der Rechtsordnung in den Blick genommen werden. Hier haben wir es dann freilich nicht mit handfesten Verboten und klaren Szenarien zu tun, die dem empirischen Beweis vollauf zugänglich wären. Es geht vielmehr auch um prognostische Abschätzungen, auch darum, welche möglichen zukünftigen Entwicklungen man durch heutige Entscheidungen vielleicht ermöglicht, ihnen die Bahn bereitet und welche man vielleicht lieber nicht haben möchte, welchen man vielleicht lieber entgegentreten möchte. Nur ein nicht hinreichend diskutiertes Problem bei allem scheint mir der rechtliche Rahmen möglicher Einsätze zu sein, der durch das Jus contra bellum, also durch das völkerrechtliche Gewaltverbot und seine Verankerung im deutschen Grundgesetz gezogen wird. Das Jus contra bellum ist der Eckpfeiler der internationalen Rechtsordnung, aber auch zentral in der verfassungsrechtlichen Ordnung im Grundgesetz verankert.
Gleichwohl müssen wir anerkennen, dass Einsätze der Bundeswehr teils gegen Normen des völkerrechtlichen Gewaltverbots verstoßen haben oder jedenfalls in anderen Fällen sich auf sehr strapazierte Interpretationen völkerrechtlicher Normen berufen haben. Ich nenne hier nur wenige Schlagworte: Kosovo 1999, Syrien seit 2015. Es ist vollkommen klar, dass diese Fälle alle heillos umstritten sind und wir hier die rechtlichen Details nicht klären können. Der Punkt, auf den es mir aber ankommt, ist, dass auch in solchen rechtlich, sagen wir mal, zweifelhaften Szenarien Drohnen eingesetzt werden und auch bewaffnete Drohnen eingesetzt werden würden. Nun könnte man natürlich sagen, dass dies für die Diskussion um die Bewaffnung von Drohnen eigentlich ohne Belang sei, denn es ist ja vom Standpunkt des völkerrechtlichen Gewaltverbots aus gesehen gleichgültig, so könnte man sagen, ob die eingesetzte Waffe eine Drohne oder ein Militärflugzeug ist oder ein Militärfahrzeug oder was auch immer. Das scheint aber insgesamt mir deutlich zu kurz gegriffen. Wichtig in diesem Zusammenhang nämlich ist, dass die neue Technologie erweiterte Einsatzmöglichkeiten eröffnet, die, und das ist ja gerade ihr oft betonter Vorteil, das Leben von Soldatinnen und Soldaten schont. Die Sorge um eigene Verluste und Verluste von den Soldaten, Soldatinnen und Soldaten kann so also reduziert werden. Es ist aber zugleich auch nicht, wie ich meine, spekulativ vermessen zu prognostizieren, dass die Hemmschwelle für Einsätze sinkt. Denn wenn diese scheinbar gezielt, punktuell und ohne Risiko für Leib und Leben der Soldatinnen und Soldaten ausgeführt werden können. Nun, wir sprechen da sicher nicht über eine Konstellation, dass wir nun große Drohnenkriege befürchten würden. Aber es gibt im Völkerrecht doch die nachweisbare Tendenz, dass, ich will einmal sagen, in Anführungsstrichen kleinere Verstöße gegen das Gewaltverbot stattfinden in größerem Maße, dass sie auch toleriert werden. Und es besteht, so ist auch eine in der Völkerrechtswissenschaft weithin geteilte Auffassung, die Gefahr, dass dieser Eckpfeiler der internationalen Ordnung auf diese Weise sukzessive unterhöhlt, ausgehöhlt werden könnte oder eben bereits im Begriff ist, ausgehöhlt zu werden. Dafür nun primär ursächlich wäre sicher nicht die Bewaffnung von Drohnen. Nimmt man aber nun das durch bewaffnete Drohnen erweiterte Einsatzspektrum mit dem zu diagnostizierenden, in Anführungsstrichen großzügigen Umgang mit völkerrechtlichen Vorgaben seitens zum Beispiel der Bundesregierung zusammen, so hätte ich jedenfalls die Befürchtung, dass sich die zu diagnostizierenden negativen Entwicklungen und Auswirkungen auf das Gewaltverbot noch verstärken könnten. Ungeachtet ihrer Vorteile könnte also die Bewaffnung von Drohnen in mittelfristiger Perspektive eher weitere Eskalationen begünstigen und soll, und das soll ja nun gerade durch die Friedensorientierung des Grundgesetzes verhindert werden. Nun, diese ganze Problemlage wird bestärkt durch den Mangel an Rechtsschutz, der im gesamten Bereich der auswärtigen Gewalt zu diagnostizieren ist. Und das ist ein zweiter Komplex, zu dem ich nur noch einige Worte verlieren möchte. Effektiver Rechtsschutz fehlt bislang im Hinblick auf die materiell-rechtliche Vereinbarkeit von Auslandseinsätzen der Bundeswehr mit den Vorgaben des Grundgesetzes und des völkerrechtlichen Gewaltverbots. Das ist zuletzt wieder in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Syrien-Mandat des letzten Jahres deutlich geworden, aber entspricht natürlich auch der ganz gängigen und etablierten Rechtsprechung. Es besteht also kein institutionelles Korrektiv, mithilfe dessen überprüft werden könnte, ob sich ein Einsatzmandat aus materiell-rechtlicher Perspektive im Rahmen von völker- und verfassungsrechtlichen Vorgaben bewegt. Der häufige Verweis auf den Parlamentsvorbehalt genügt hier nicht, denn der Preis der Ablehnung eines Mandates wäre letztlich immer der Bruch der Regierungsmehrheit, was letztlich einer effektiven Überprüfung entgegensteht. Ein guter Ansatz zur Verbesserung der Kontrolle besteht, wie ich meine, in dem Gesetzentwurf der Grünen, der auf die Einführung eines entsprechenden Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht abzielt. Aber wir werden sehen, wie sich dieses Vorhaben in der Folge weiterentwickelt. Ich glaube also, dass wir die Debatten nicht strikt trennen können und auch nicht sollten und dass es für die Frage nach der Bewaffnung von Drohnen letztlich relevant ist, ob die konkreten Mandate rechtlich überprüfbar sind. Denn das ist ja letztlich der Rahmen, in dem dann auch die bewaffneten Drohnen eingesetzt werden. Und das war die erste Dimension des fehlenden Rechtsschutzes. Noch einige weitere Worte zu einer weiteren problematischen Dimension. Effektiver Rechtsschutz fehlt nämlich bislang auch im Hinblick darauf, mögliche Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht einer gerichtlichen Kontrolle unterziehen zu können. Es handelt sich bei der Bewaffnung von Drohnen um eine neue Technologie, deren konkrete Verwendung einstweilen noch nicht gänzlich absehbar ist und die daher erhebliche Bedenken hervorruft. Davon zeugt ja letztlich auch die seitens der Regierung initiierte und angestoßene öffentliche Debatte, in der man das genau eben explorieren möchte.
Wenn sich der Bundestag nun zu einer Bewaffnung von Drohnen entschließen sollte, so sollte ihm das Anlass geben, auch die Einrichtung von Rechtsschutzmechanismen hinsichtlich der späteren tatsächlichen Verwendung der Technologie vorzusehen. Meiner Meinung nach sollte hier nicht allein auf eine Selbstkontrolle der Exekutive gesetzt werden, sondern, wie das letztlich rechtsstaatlich in fast allen Bereichen mit Grundrechtseingriffen der Standard ist, wir benötigen hier eine unabhängige gerichtliche Kontrolle in Fällen, in denen Verletzungen von Grund- und Menschenrechten ebenso wie von Normen des humanitären Völkerrechts im Raum stehen. Ich glaube tatsächlich, dass die geforderte umfassende Reflexion auf die Bewaffnung von Drohnen ein wirklich guter Zeitpunkt wäre, auch grundsätzlich die Frage nach den Rechtsschutzmöglichkeiten hinsichtlich der Verwendung aufzuwerfen. Denn nur so könnte letztlich sichergestellt werden, dass die betonten strengen und noch zu entwickelnden Einsatzregeln für bewaffnete Drohnen tatsächlich auch eingehalten werden. Und das waren die Punkte, die ich hier kurz zur Diskussion geben wollte. Und genau, damit war es das erstmal von mir. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Ich gebe dann gleich das Wort an Stefan Sohm aus dem Bundesministerium der Verteidigung. Ja, ganz herzlichen Dank zunächst mal für die Einladung und die Möglichkeit, auch aus Sicht des Verteidigungsministeriums hier ein paar Perspektiven dieser ja auch von unserem Ministerium initiierten Drohnendebatte hier einzubringen. Nach dem Eingangsstatement von Herrn Marxen, das ich sehr interessant fand, sehe ich, das kann durchaus ein anspruchsvollerer Abend werden in der Diskussion, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir hier die Diskussion über die Bewaffnung von Drohnen zu einem Anlass nehmen, generell die gesamten aktuellen Problemstellungen des humanitären Völkerrechts und auch des Verfassungsrechts in Bezug auf Auslandseinsätze der Bundeswehr zu diskutieren. Das sind natürlich alles Punkte, die auch im Verteidigungsministerium diskutiert werden, die zum Teil im Verteidigungsausschuss diskutiert werden. Wir hatten ja auch eine Debatte über diesen Gesetzentwurf der Grünen, über die Frage des Rechtsschutzes bei Fragen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Ich muss natürlich trotzdem dazu sagen, aus Sicht des Verteidigungsministeriums, als wir jetzt begonnen haben, diese gesellschaftliche Debatte über die Bewaffnung von Drohnen entsprechend ja auch im Auftrag im Koalitionsvertrag zu führen, war natürlich die Idee schon eher darauf bezogen, spezifische Drohnen rechtliche Aspekte oder spezifische Fragen des Einsatzes oder auch der Beschaffung bewaffneter Drohnen in den Vordergrund zu rücken. Deswegen möchte ich zunächst mal in der ersten Runde hier in Bezug auf mein Eingangsstatement doch etwas spezifischer auf die konkrete Drohnenproblematik zu sprechen kommen. Das ist natürlich sicher richtig, dass eine Diskussion zu kurz gegriffen wäre, die eine rein völkerrechtlich-waffenrechtliche Bewertung macht, weil die Diskussion wäre in der Tat relativ schnell beendet. Ich glaube, es ist unstrittig. Sie hatten das ja auch angesprochen, dass es in dem Sinn im humanitären Völkerrecht oder auch im Abrüstungs- und Rüstungskontrollrecht kein Verbot von bewaffneten Drohnen gibt. Das ist anders. Wir haben ja im Völkerrecht, insbesondere im humanitären Völkerrecht, diese systematische Aufspaltung des Rechts in Fragen des Waffenrechts, also wo bestimmte Waffen per se untersagt sind, beispielsweise Chemiewaffen, Streumunition, deren Verwendung, selbst wenn sie sich gegen legitime militärische Ziele richtet, per se schon ein Rechtsverstoß wäre. Und wir haben eben Rechtsfragen, die sich darauf beziehen, wie können bestehende Waffen angewandt werden, was sind Rahmenbedingungen der Waffenanwendung. Und es ist sicherlich richtig, dass man diese Drohnendiskussion auch immer in Bezug setzt zu möglichen Szenarien. Wenn keine Szenarien für einen möglichen Einsatz da wären, so würde ich aus der Verteidigungsperspektive sagen, gäbe es schon gar keine wirtschaftlichen Argumente für die Einführung eines derartigen Waffensystems. Es kommt aber noch ein zweiter rechtlicher Aspekt hinzu, den ich hier durchaus mal in die Diskussion gleich zu Beginn mit einbringen möchte. Wir haben ja nach humanitärem Völkerrecht eine Verpflichtung bei der Einführung neuer Waffensysteme, auch bei der Entwicklung neuer Waffensysteme nach Artikel 36, eine juristische Prüfung durchzuführen, ob diese Waffensysteme überhaupt mit dem humanitären Völkerrecht im Einklang stehen. Aber nicht nur im Sinne jetzt dieser binären Frage, sind sie zulässig oder sind sie nicht zulässig, sondern natürlich auch die Frage zu stellen, sind sie unter bestimmten Umständen unzulässig oder nicht zulässig. Und wir haben im Verteidigungsministerium im Grunde seit 2015 hierfür auch ein eigenes Verfahren entwickelt. Es gibt einen speziellen Steuerkreis, der diese Waffenprüfungen vornimmt. Und dafür gibt es einen ganz bestimmten Maßstab. Ich will jetzt hier nicht zu viele formelle Texte vorlesen, aber den würde ich hier kurz in die Diskussion mit einbringen. Und da lautet die Frage, ob eine neue Waffe, ein Mittel oder eine Methode der Kriegführung eingeführt werden soll, beantwortet sich in Ansehung der einschlägigen rechtlichen Vorgaben letztendlich danach, ob ausreichend Szenarien vorstellbar sind, in denen ein militärisch sinnvoller und operativ möglicher Einsatz als rechtlich zulässig beurteilt werden kann. Und das wird auch der Maßstab sein, nach dem wir natürlich letztendlich, jedenfalls aus Sicht des Ministeriums, über die Einführung und die Beschaffung bewaffneter Drohnen
entscheiden würden. Das heißt, es geht hier sehr wohl durchaus auch um die Einbeziehung von Szenarien, und letztendlich sind ja auch Waffenprüfungen nicht dazu da, nur zu entscheiden, ob eine Waffe zulässig ist oder unzulässig ist, sondern welche Regelungen für den möglichen Einsatz eines Waffensystems denkbar sind. Das führt letztendlich dazu, dass auf der Basis einer solchen Waffenprüfung dann gegebenenfalls auch Einsatzgrundsätze, Regularien für ihren Einsatz bereitgestellt werden. Trotzdem glaube ich schon, dass man aus völkerrechtlicher Sicht, wenn man eine rationale rechtliche Betrachtung hier anstellen will, sehr deutlich unterscheiden muss zwischen drohnenspezifischen Aspekten und allgemeinen Prinzipien des humanitären Völkerrechts und andere gegebenenfalls völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Aspekte. Und da würde ich sicher ein bisschen einen anderen Akzent als Herr Marx setzen. Ich sehe im Moment keine drohnenspezifischen Probleme in Bezug auf das humanitäre Völkerrecht oder auf menschenrechtliche Fragestellungen. Natürlich können wir in jedem Einsatz über die Frage diskutieren, ist der Einsatz an sich schon nach friedensvölkerrechtlichen Grundlagen zulässig oder unzulässig. Wir können die Frage stellen, inwieweit Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht vorkommen oder nicht vorkommen. Aber um es mal sehr zugespitzt zu formulieren, im Grunde kann jede Waffe, auch wenn sie noch so sehr zulässig ist, im Grunde immer auf eine Art und Weise eingesetzt werden, dass sie auch einen Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht darstellt. Also allein das Potenzial, dass eine Waffe theoretisch auch völkerrechtswidrig zum Einsatz kommt, ist sicher kein Argument gegen eine spezifische Waffe. Sonst müsste sie im Grunde unter ein generelles völkerrechtliches Waffenverbot fallen, was bei Drohnen sicher nicht der Fall ist. Es gibt zwar gewisse Argumentationen, die auch von spezifischen Drohneneigenschaften hier eine gewisse Tendenz darstellen. Da kommt immer dieses Argument des PlayStation-Charakters hervor. Soldaten sind weiter entfernt vom unmittelbaren Kampfgeschehen. Die Hemmung, jetzt weniger im Sinne der politischen Fragestellung, Hemmung von dem Einsatz, aber die Hemmungen, die Waffe einzusetzen, könnten in der speziellen Form mit Drohnen eingesetzt werden, herabgesetzt werden. Jedenfalls aus der bisher vorliegenden Empirie lässt sich das aber nicht bestätigen. Natürlich ist ein Drohnenpilot möglicherweise distanzierter vom Kampfgeschehen als jetzt ein Soldat auf dem Gefechtsfeld oder gegebenenfalls auch der Pilot eines bemannten Kampfflugzeuges. Aber er hat natürlich dadurch auch die Möglichkeit, das Kampfgeschehen und die gesamte Entwicklung am Boden wesentlich dezidierter zu verfolgen, kann gegebenenfalls Rücksprache nehmen. Drohnen haben eine wesentlich längere Einsatzzeit, wesentlich bessere Aufklärungsmöglichkeiten als bewaffnete Kampfsituation, als bemannte Kampfflugzeuge. Und es kommt noch ein Punkt hinzu, dass eine gewisse auch mentale Distanzierung von Kampfgeschehen nicht unbedingt zu einer Brutalisierung oder zu einem Herabsinken der Hemmschwelle führt, sondern eine gewisse Distanz schafft auch Rationalität beim Waffeneinsatz. Also man müsste dann auch die umgekehrte Frage stellen, ob nicht Drohnen aufgrund ihrer spezifischen technischen Konfiguration vielleicht sogar in der Lage sind, in militärischen Einsätzen zu einem Mehrwert im Hinblick auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts beizutragen, weil sie natürlich wesentlich gezielter, viel überlegter und wesentlich rationaler eingesetzt werden können. Wir haben eine andere Diskussion über Explosivwaffen in besetzten Gebieten. Da wäre die Drohne gerade eine Alternative, die mit Sicherheit im Sinne des humanitären Völkerrechts eher schonenden Charakter hätte. Und auch die bisherigen Argumente gegen den Einsatz bewaffneter Drohnen, die alle durchaus aus politischer Sicht sehr legitim sein mögen, scheinen mir vor dem Hintergrund auch nicht mehr juristische Argumente zu sein, sondern vielleicht auch eher Argumente, die sich so im ethisch-politischen Bereich bewegen. Das entzieht die in keiner Weise der Legitimität, aber es zeigt natürlich, auf welcher Ebene die Diskussion gegebenenfalls auch geführt werden. Ich will nur drei Stichworte hier kurz anführen. Das eine ist natürlich, dass die Drohnendebatte immer deshalb etwas emotionalisiert, weil wenn man bewaffnete Drohne hört, kommt sofort dieses Bild der gezielten Tötung, wie sie beispielsweise im War on Terror immer wieder auch tatsächlich erfolgt sind. Natürlich sind gezielte Tötungen, insbesondere außerhalb bewaffneter Konflikte, eine rechtliche Problemstellung. Aber auch das ist kein drohnenspezifisches Problem. Gezielte Tötungen, da kennen wir genügend Beispiele, werden natürlich auch durch andere Waffensysteme, gegebenenfalls auch durch ganz normal am Boden agierende Truppen durchgeführt. Also da kann man mit der Drohnenproblematik, und man kann sicher als einen spezifischen Drohnen, einen Drohnenaspekt beziehen. Die zweite Frage, das ist so der Aspekt, den Herr Marx noch angedeutet hat, setzen wir hier eine technische Entwicklung in Gang, in eine Richtung, die wir vielleicht gar nicht wollen. Da kommt natürlich das Schlagwort der Automatisierung in die Diskussion. Dazu kann ich eines sagen, es ist eine ganz klare Position auch der Bundesregierung, auch immer wieder dokumentiert. Wir wollen keine autonomen Waffensysteme, in denen der gesamte militärische Entscheidungsprozess, insbesondere in Bezug
auf gegebenenfalls den militärischen Gewalteinsatz, der auch zu Tod und Verwundung führt, der völlig der menschlichen Kontrolle entzogen wird. Die Arten von Drohnen, über die im Moment auch in der Bundeswehr diskutiert wird, würden aber in keiner Weise diesen autonomen Charakter haben, sondern es wären in der Tat ferngesteuerte Flugzeuge, in denen eine unmittelbare menschliche Kontrolle vorhanden ist, aufgrund der Spezifika, jetzt vorher schon angedeutet, wahrscheinlich sogar stärker als bei anderen Waffensystemen. Und dann wollte ich noch auf den letzten Punkt kommen, dieses Hemmschwellenargument jetzt in Bezug auf Flussabwälder oder die Fragestellung, führen Drohnen dazu, dass unter Umständen die politische Hemmschwelle, Streitkräfte zum Einsatz zu bringen, sind, weil die Verletzungsgefahr, die Todesgefahr oder insgesamt das Risiko für eigene Soldaten sind. Da muss ich nur sagen, das ist zwar nicht unbedingt juristisches Argument, aber aus einer juristischen Betrachtung ein in meinen Augen sehr hochproblematisches Argument. Die Bundeswehr hat natürlich, oder der deutsche Staat, für Soldaten, die ja in Einsätze entsendet, auch eine verfassungsrechtliche Schutzpflicht, die kann man aus menschenrechtlichen Verpflichtungen, die kann man aus dem Grundgesetz ableiten. Und zu sagen, um eine politische Hemmschwelle für die Entscheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte einzuziehen, verzichten wir auf Waffensysteme, die zu einem größeren Schutz für Soldaten beitragen würden, das halte ich in der Tat fast für ein rechtswidriges Argument. Das wird sich nicht unmittelbar in einem Prozess operationalisieren lassen, aber zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland setzt bewusst Soldaten höheren Gefährdungen aus, mit dem Hinblick, dass Politiker möglicherweise eine Hemmschwelle haben, Soldaten in den Einsatz zu bringen, würde ich bei einem eher unzulässigen Argument halten. Wir haben, es ist völlig legitim, in einem Rechtsstaat auch Hemmschwellen einzuziehen für politische Entscheidungen über den Einsatz militärischer Gewalt. Ihr kennt das Grundgesetz. Sie haben einen bestimmten verfassungsrechtlichen Vorgang über Artikel 26, Artikel 25. Die haben wir insbesondere durch den Parlamentsvorwahl des Bundesverfassungsgerichts. Aber wir können sie nicht so konstruieren, dass im Grunde sie zulasten von Soldatinnen und Soldaten im Einsatz gehen. Denn wenn man von einer Hemmschwelle spricht, würde man zumindest immer auch theoretisch mit in Betracht ziehen, die Hemmschwelle wird auch gegebenenfalls mal überwunden. Und dann würden wir Soldaten unter Umständen mit einer nicht ausreichenden Technologie in Einsätze schicken und bewusst gefährden. Da sehe ich ein juristisches Problem dran. Das können wir nachher vielleicht nochmal diskutieren, ob das wirklich eine Frage der Schutzpflicht ist oder ob das in anderen rechtlichen Kontexten zu bewerten wäre, was da möglicherweise Kriterien sind. Aber ich glaube, politische Hemmschwellen für den Einsatz bewaffneter Gewalt müssen auf einer anderen Ebene ansiedeln. Und deshalb kann ich mir auch für einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland eigentlich nicht vorstellen, dass wir als eines der reichsten, technisch am weitesten entwickelten Länder in NATO und EU möglicherweise generell auf eine militärische Technologie verzichten, die möglicherweise in wenigen Jahren wirklich Allgemeinmut ist, nur um hier Hemmschwellen für die politischen Entscheidungsträger einzuziehen. Ich glaube, die müssen auf anderer Ebene gefunden werden. Das würde ich jetzt vielleicht mal als erste Reaktion auch zum Einstieg darstellen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Sohm. Ich bin sicher, dass es dazu auch Meinungen und Haltungen gibt aus der Runde. Ich möchte an der Stelle auch nochmal die Zuschauerinnen und Zuschauer ermutigen, ihre Fragen über den Chat einzuspielen. Die werden wir dann nach der ersten Tischrunde in die Diskussion geben. Ich würde ganz gerne jetzt eine erste Runde um den Tisch machen. Am besten beginnen wir in alphabetischer Reihenfolge. Und da würde ich Leander Beinlich einladen, uns sein Statement zu präsentieren. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Organisation und Einladung. Ich habe einen Punkt, der eigentlich sozusagen unterstreicht, was Christian Marx schon gesagt hat, die Frage des Rechtsschutzes, sowohl auf abstrakter als auch auf konkret individueller Ebene. Gibt es hier wenig Möglichkeiten. Gleichzeitig wird die Bundeswehr zunehmend im Ausland eingesetzt und erhält auch weitere Waffensysteme, wie beispielsweise Drohnen. Und um vielleicht das sozusagen noch zu ergänzen mit einem Argument, dass viele traditionelle Argumente gegen eine Überprüfbarkeit solcher Einsätze und vielleicht auch individuelle Klagemöglichkeiten von Betroffenen gerade durch den Einsatz von Drohnen oder in dieser Dimension und auch auf Grundlage der Argumentation der Bundeswehr vielleicht an Kraft verlieren. Das erste Argument ist, dass die Beweisfindung in bewaffneten Konflikten schwierig ist und durch Gerichte nicht zu leisten ist, wenn man nun darauf verweist, dass Drohnen eben sozusagen stundenlang, tagelang eventuell dort kreisen, hat man Videomaterial, auf dessen Grundlage das sicher einfacher zu bewerkstelligen ist. Das zweite Argument wäre,
die Eröffnung solcher Verfahren. Das traditionelle Argument gegen solche Klagemöglichkeiten, dass es dann zu Klagefluten kommt, auch das ist ja auf Grundlage der Argumentation des Bundesministeriums der Verteidigung sicher nicht zu fürchten. Sonst unterstellt man der Bundeswehr ja auch am laufenden Band Völkerrechtsverletzungen zu begehen. Und das dritte Argument das traditionell dagegen vorgebracht wird, ist die Gefahr, dass die drohende rechtliche Aufarbeitung im Einsatz Soldaten und Soldatinnen hemmt. Und auch das wäre, wie ja auch Herr Sohn gesagt hat, sozusagen bei der Drohnensteuerung, wie vielleicht mit kühler Remkopf sozusagen jedenfalls geschieht, weniger stichhaltig. Insofern wäre meine Frage vielleicht auch an Herrn Sohn, was hier Überlegungen oder Auffassungen im Bundesministerium sind und warum solche Mechanismen der, wenn wir sagen, Accountability sozusagen eigentlich keine Rolle spielen bisher in dieser Debatte. Und der zweite Punkt ist, bezieht sich auf die Rechtsposition der Bundesregierung oder die vielleicht eben öffentlich sogar fehlende Rechtsposition der Bundesregierung. Es wird jetzt sehr klar formuliert, dass man keine gezielten Tötungsziele der USA haben will. Dabei fehlt aber oft die völkerrechtliche Argumentation meines Erachtens. Man sagt dann, im deutschen Kontext ist das undenkbar, das wäre unverhältnismäßig oder es wird auf deutsches Recht verwiesen. Völkerrechtlich bleibt es aber dann oft auf dem Verweis, dass es eben keinerlei Befürchtungen hier gibt oder dass man völkerrechtswidrige Tötungen ablehnt. Herr Sohn war da etwas spezifischer und hat von rechtlichen Problemstellen gesprochen, aber auch das bleibt natürlich sehr unklar und es bleibt eben nicht ganz ersichtlich, was die völkerrechtliche Position und die Leitlinien der Bundesregierung eigentlich sind für solche Einsätze. Was sind denn rechtlich zulässige Szenarien und was versteht man unter gezielten Tötungen? Warum sind sie unzulässig? Und diese Undurchsichtigkeit in der Position wird durch das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, wo es ja um Drohneneinsätze der USA ging, verstärkt, wo das Bundesverteidigungsministerium letztlich keinen Anlass sah, an der Völkerrechtsmäßigkeit der US-Praxis, die ja gerade die umstrittene ist, zu zweifeln in Bezug auf die Nutzung der Airbase Rammstein. Und das Gericht letztlich sogar gesagt hat, dass es eigentlich gar keine rechtliche Position der Bundesregierung erkennen konnte. Das heißt, man hat auf der einen Seite eben diese klaren, aber sehr allgemeinen Bekenntnisse zum Völkerrecht und auf der anderen Seite wird aber nicht ausreichend kommuniziert, was das jetzt konkret in Bezug auf Drohneneinsätze bedeutet. Und insofern denke ich, wäre das wichtig, aus Gründen der Transparenz und der Glaubwürdigkeit und dieser Abgrenzung von der Praxis der USA, die ja sozusagen eigentlich von allen gefordert wird, ist wohl auch erst möglich, wenn man sich tatsächlich dieser Problematik stellt. Und zum anderen ist es natürlich auch für das Völkerrecht wichtig, dass die Staaten die Drohnen verwenden gegen fragwürdige und jedenfalls in Teilen sicherlich völkerrechtswidrige Praxis wie die der USA und anderer Staaten wenden. Insofern stellt sich das hier eine klarere Positionierung bezüglich auch konkreter Fragen und Szenarien seitens der Bundesregierung wünschenswert wäre. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Leander. Ich denke, Herr Sohn wird am Ende der Runde dann nochmal Gelegenheit haben, darauf direkt einzugehen. Ich würde jetzt gleich weitergeben an Philipp Dürr von der Universität Bonn. Ja, liebe Grüße aus dem Rheinland und vielen Dank auch von mir für die Einladung zu dieser heutigen Diskussionsrunde. Ich möchte zwei Punkte nur kurz betonen. Zum einen die Differenzierung zwischen Anschaffung und Einsätzen auf der anderen Seite. Bei der Anschaffung ist natürlich völkerrechtlich klar, was nicht verboten ist, ist erlaubt, der Lotusfall. Wir haben aber auch verfassungs- und konventionsrechtlich auch gewisse Schutzpflichten aus dem Aspekt auch gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten, die wir im Blick haben müssen. Gerade der britische Supreme Court hat festgestellt, dass auch Beschaffungsfragen durchaus konventionsrechtlicher Art sein können, was dazu führt in einer Gesamtschau, dass wir eventuell Drohnen anschaffen müssen, einfach aus unserer Schutzpflicht gegenüber unseren Angehörigen der Bundeswehr. Im Rahmen der Einsatzmöglichkeiten von Drohnen haben wir gerade schon von Herrn Marx und Herrn Sohm gehört, dass eigentlich das humanitäre Völkerrecht da relativ klar ist und relativ wenig Außergewöhnliches vorgibt. Ich möchte noch einen Punkt eventuell, der auch mit der technischen Ausgestaltung zusammenhängt, betonen, nämlich den Aspekt der Verhältnismäßigkeit. Auch in diesen asymmetrischen Konflikten, wo die Drohnen eigentlich nur zum Einsatz kommen, haben wir gewisse Verpflichtungen gegenüber der Zivilbevölkerung, nämlich die Schäden möglichst gering zu halten. Jetzt haben die Drohnen ja durchaus die Möglichkeit, stundenlang
wie ein Helikopter zu kreisen und ein klares Lagebild zu verschaffen und möglichst präzise auch zuschlagen zu können, was die Zahl der Kollateralschäden möglichst begrenzen sollte. Wir haben zudem, wie Herr Beinlich gerade auch schon ausführte, die Möglichkeit, auch nach dem Schlag in der Situation zu bleiben und haben somit ein ganz neues Feld an Möglichkeiten in Bezug auf die Transparenz. Das heißt, wir filmen, was geschehen ist, und wir können das eventuell dann auch vor Gerichte bringen. Es gibt sicherlich Probleme, was den Rechtsschutz angeht. Allerdings verweise ich auch hier darauf, dass es ja laut dem Fall Al-Skaini durchaus auch konventionsrechtliche Überprüfungen gibt bei Einsätzen unserer Streitkräfte. Was folgt jetzt daraus, aus diesem Potpourri an entsprechenden Regeln? Sicherlich gibt es gewisse Schreckensgespenster, die auch unsere Staaten, unsere Partner teilweise zu verantworten haben. Gerade die USA haben sich da nicht nur mit Ruhm bekleckert, nein, sie haben auch offensichtliche Völkerrechtsverstöße begangen, die wir auch als Deutschland so benennen sollten. Denn unser strategisches Interesse ist eben auch der Erhalt der Rules-Based World Order. Und da müssen wir eben auch Partnerstaaten klare Grenzen dieser normierten und normbasierten Weltordnung aufzeigen. Ich denke auch, dass wir, wie Herr Beinlich sagte, unseren europäischen Partnern klare Einsatzszenarien definieren müssen. Und hier würde ich mir auch noch etwas mehr Engagement unserer Verteidigungsministerin wünschen, eine etwaige Rede von ihr, eine Initiative gemeinsam mit europäischen, aber auch anderen Partnern, die ähnliche restriktive Anwendung von Drohnensystemen planen, wäre sicherlich wünschenswert. Verstöße anderer Staaten sollten uns nicht zum Wegducken, sondern zum Bessermachen animieren. Und das war's von mir. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Dürr. Ich gebe gleich weiter an Matthias Hartwig vom Max-Planck-Institut in Heidelberg. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit, an einer interessanten Diskussion teilzunehmen. Ich stimme Herrn Sohm im Wesentlichen zu. Ich sehe auch keine prinzipiellen Hindernisse aus der Sicht des humanitären Völkerrechts gegen eine Anschaffung von Drohnen, auch gegen einen Einsatz von Drohnen im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes. Allerdings würde ich doch auf drei Punkte hinweisen wollen. Das erste ist nämlich, und das ist der Oberpunkt, wir haben ja inzwischen auch Erfahrungen mit Drohneneinsätzen. Sie sind jetzt zwar im Augenblick von der Türkei eingesetzt in Libyen, aber berühmt geworden sozusagen sind die Drohnen ja im Kampf gegen die Terroristen. Und hier haben die Drohnen eben die Rolle von Waffen eingenommen, die sich in gewisser Hinsicht im Rahmen einer hybriden Kriegsführung einsetzen lassen. Das sehen wir bei den auch von Seiten der USA, wo zum Teil die Drohnen gesteuert werden von den Streitkräften, zum Teil vom CIA. Das sind natürlich etwas aus rechtlicher Sicht unterschiedlich zu beurteilende Vorgänge. Und wir können natürlich sagen, das werden wir denen nicht nachmachen, den Amerikanern. Trotzdem ist diese Gefahr gegeben. Und indem man solche Mittel, solche Waffen einführt, schafft man halt auch Gelegenheit, sie in diesem Sinne einzusetzen. Das ist der Punkt 1, hybride Kriegsführung. Der zweite Punkt ist natürlich die Asymmetrie. Wir haben natürlich jetzt schon eine asymmetrische Kriegführung gegenüber Terroristen, Aufständischen oder wem auch immer. Aber die Drohnen werden diese Art der Kriegführung noch verstärken. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass die auf ihre Weise auch entsprechend zurückschlagen. Nicht, dass ich das begrüße und auch nicht, dass ich das rechtfertigen will, aber faktisch wird es dann so sein, dass sie sagen, ihr schickt uns die Drohnen und wir schicken euch die Terroristen. Ich denke immer bei einer Anschaffung und auch dem Einsatz von Waffen, muss man bedenken, wie wird der Gegner dann eigentlich reagieren. Und ich glaube, dass dieser Punkt im Augenblick etwas zu kurz kommt. Und das Dritte ist, worauf ich auch noch hinweisen will, das ist die Frage der Kriegsdauer. Wir haben ja inzwischen einen Krieg, der sich über fast 20 Jahre hinzieht. Wir haben da einen Bündnisfall erklärt, der noch nicht zurückgenommen worden ist, seit dem Jahre 2001.
Die Drohnen sind natürlich die ideale Waffe, einen Krieg zu perpetuieren. Und zwar nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum, wie wir das ja sehen. Drohnen werden eingesetzt in Afghanistan, sie werden eingesetzt in Ostpakistan, sie werden eingesetzt in Somalia, in Libyen, im Jemen. Das geht ja immer so weiter. Und sie können das über Jahre machen. Über Jahre machen, ohne dass das so recht im Bewusstsein der Bevölkerung ist, die nämlich natürlich emotional stärker sich engagiert, wenn eigene Soldaten dorthin geschickt werden. Das sind, das gebe ich zu, sind politische Überlegungen. Aber ich denke, wenn man solche Waffen einführt, muss man diese Folgen auch im Blick haben, dass wir hier dazu beitragen werden, einen Low-Level-Krieg auf Dauer zu führen. Und wir werden dann vielleicht einen permanenten Kriegszustand in vielen Gegenden der Welt haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich gebe weiter an Professor Heinschel von Hanek. Ja, vielen Dank, Frau Kämmerer. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schockiert über den spekulativen Charakter einiger dieser Stellungnahmen, die ich bislang gehört habe. Da werden Vermutungen angestellt, die weitestgehend unsubstanziert sind. Und das fängt an bei der Hemmschwelle, das geht weiter über Joystick-Mentalität und es geht, wie wir gerade gehört haben von Herrn Hartwig, zur Perpetuierung und so weiter. Da werden Begriffe verwendet, hybride Kriegführung, asymmetrische Kriege und so weiter, über deren Gehalt man unvortrefflich streiten könnte. Ich glaube, wir müssen uns über eins im Klaren sein. Wir reden hier erstens über ferngesteuerte Systeme und nicht über autonome Systeme. Das ist das Erste. Diese sollen bewaffnet werden. Die Bundesrepublik Deutschland wird diese Systeme im bewaffneten Konflikt anwenden. Die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland nach Anschaffung bewaffneter Drohnen nunmehr eher bereit sein wird, Waffengewalt gegen einen anderen Staat oder gegen nichtstaatliche Akteure einzusetzen, den Nachweis ist man bislang schuldig geblieben. Und wir müssen einen wichtigen Aspekt berücksichtigen. Herr Dürr hat das so ein bisschen angedeutet. Wenn Sie sich die Anforderungen des humanitären Völkerrechts anschauen, insbesondere Artikel 57 des ersten Zusatzprotokolls, unter dem Standard, ich muss jetzt leider dieses Englische benutzen, weil die deutsche Übersetzung etwas missglückt ist, der sogenannten Feasibility, wie sie im Artikel 3 Absatz 4 des zweiten Protokolls zum UN-Waffenübereinkommen definiert ist, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass bei der Zielauswahl, bei der Frage der Minimierung oder der Vermeidung von Kollateralschäden, ferngesteuerte, unbemannte Luftfahrzeuge, die mit Waffensystemen ausgestattet sind, gerade dazu beitragen, diesen Rechtspflichten eher gerecht zu werden, als es möglicherweise bei bemannten Luftfahrzeugen oder bei anderen Waffensystemen ist, die als Distanzsysteme gelten können. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Drohnenpiloten sind ja nun Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, was zu erwarten ist. Wir haben nicht damit zu rechnen, dass der Bundesnachrichtendienst sozusagen die Rolle der CIA in Afghanistan oder auch in anderen Teilen der Welt kopieren wird. Wir werden Drohnen doch mit Sicherheit nicht einsetzen, um einen expansiven oder exzessiven Begriff des nicht internationalen bewaffneten Konflikts, der global gegen irgendwelche mehr oder weniger klar definierten, nicht staatlichen, organisierten, bewaffneten Gruppen geführt wird. Und dies bitte ich auch mal zu bedenken. Die Anforderungen an das humanitäre Völkerrecht sind relativ streng. Je besser die Technologie ist, über die ein Staat im bewaffneten Konflikt, egal ob international oder nicht international, verfügt, sind umso strenger für diesen Staat oder für diese Konfliktpartei verglichen mit anderen Konfliktparteien. Mit anderen Worten, die Anschaffung bewaffneter Drohnen würde für die Bundesrepublik Deutschland bedeuten, für die Bundeswehr, dass sie hier mit strengeren Anforderungen, was die Voraussetzung des Artikel 57 des ersten Zusatzprotokolls anbelangt, unterliegen würde. Das sollte, glaube ich, außer Frage stehen. Die Rechtsschutzmöglichkeiten sind eine Diskussion, die mit der grundsätzlichen völkerrechtlichen Vereinbarkeit sogenannter bewaffneter Drohnen, meine ich, nichts zu tun hat. Wir haben im internationalen bewaffneten Konflikt natürlich die Vorgaben, die schon zurückgehen auf Artikel 3 des 4. Haager Abkommens von 1907, dass Schadensersatzansprüche grundsätzlich zwischen Staaten geregelt werden müssen im internationalen bewaffneten Konflikt.
in nicht internationalen bewaffneten Konflikten haben wir eine vergleichbare Regel des humanitären Völkerrechts nicht. Was wir aber sehen, und das geht ja schon seit einigen Jahren, ist, dass zunehmend eine menschenrechtliche Beurteilung durch welchen Gerichtshof oder welches Gericht auch immer natürlich die Möglichkeit eröffnet, über etwa den Schutz des Lebens vor willkürlicher Beraubung daran zu messen, ob dieser Angriff etwa im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht steht. Das heißt, wir haben ja sowieso schon sehr weitreichende Schritte unternommen oder haben sie geduldet, dass nunmehr Gerichte, einschließlich des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die Zulässigkeit der Anwendung bewaffneter Gewalt selbst in Situationen bewaffneter Konflikte anhand der Menschenrechte und damit auch am humanitären Völkerrecht misst. Also vom mangelhaften Rechtsschutz sollte hier nun wirklich keine Rede sein. Im Gegenteil, angesichts der Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat sich der Rechtsschutz deutlich weiterentwickelt. Ob zum Guten oder zum Bösen, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich glaube aber, dass wir hier einen relativ klaren und nüchternen Blick an den Tag legen sollten. Vermutungen, Befürchtungen, dass die Bundeswehr möglicherweise die Rolle der CIA weltweit übernimmt und irgendwelche angeblichen oder tatsächlichen Terroristen gezielt tötet, ohne dass hierfür eine Rechtsgrundlage besteht, halte ich für sehr weit hergeholt. Und da bitte ich doch für etwas mehr Nüchternheit in der Diskussion. Vielen Dank, Frau Kämmerer. Ja, vielen Dank, Professor Heinzschel von Heineck. Ich gebe weiter an Katja Keul, Abgeordnete des Deutschen Bundestages und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Ja, vielen Dank, Frau Kämmerer, und vielen Dank für diese spannende Runde, das hier diskutieren zu können. Als politische Entscheidungsträger müssen wir am Ende ja immer eine Abwägung treffen zwischen den Risiken und den Nutzen eines solchen Systems. Und die Risiken liegen hier ganz klar auch bei der Entgrenzung zeitlichen und geografischen von Konflikten und einer Erosion des Völkerrechts. Leider beschränkt sich diese Debatte in der Praxis, also in der politischen Debatte, wie ich sie erlebe, genau darauf, dass man sagt, naja, zweifelsohne sind bewaffnete Drohnen auch völkerrechtskonform einsetzbar und das wird die Bundesregierung natürlich auch immer tun und damit Punkt. Und ich glaube auch, dass das nicht reicht. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die bewaffneten Drohnen von denen, die sie herstellen, ganz überwiegend in den bisher völkerrechtswidrig eingesetzt worden sind. Und zwar mehr von Geheimdiensten als von regulären Streitkräften. Das können wir nicht vom Tisch wischen, weil wir natürlich auch dazu Positionen beziehen müssen. Auch gegenüber gerade gegenüber unseren Bundespartnern, was wir bislang nicht ausreichend tun. Diese völkerrechtswidrige Praxis verschärft Konflikte tatsächlich, sie perpetuiert sie und sie birgt daher auch langfristig sicherheitspolitische Risiken, die am Ende auch wieder unsere Soldatinnen und Soldaten gefährden. Deswegen ist dieser Blick auf das Strategische wichtig und kommt in der Regel zu kurz, weil dort sozusagen gerne rein taktisch an dem Vorteil in der Gefechtslage diskutiert wird. Den Punkt, den Herr Marxen auch zu Anfang gemacht hat, den möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich vertraue zwar der Bundesregierung, dass sie das jetzt auch ernst meint, dass sie auch sagt, sie würde das natürlich nie tun, was die anderen damit tun. Aber ich erlebe natürlich auch immer wieder, dass gerade das Völkerrecht in der politischen Debatte sehr gerne so zur Disposition gestellt wird nach dem Motto, ach, Sie wissen ja, im Völkerrecht kann man das auch so oder so sehen. Ja, das sozusagen beunruhigt mich durchaus, was die langfristige Entwicklung betrifft. Und wenn man sich auf die bewaffneten Drohnen guckt, wie es angefangen hat, sehen wir das auch bei unseren Bündnispartnern. Weil als die Israelis zuerst die bewaffneten Drohnen eingesetzt haben für illegale Tötungen, haben die USA noch erklärt, das sei auf jeden Fall völkerrechtswidrig, das ginge so nicht. Und als sie kurze Zeit später dann selber über dieses Waffensystem verfügten, haben sie ihre Rechtsauffassung geändert. Das haben eben auch schon einige gesagt, dass natürlich die Verfügbarkeit und die Gelegenheit, die Dinge einzusetzen, auch die Szenarien verändert, mit denen man dann selbst hantiert. Das ist nicht vom Tisch zu wischen. Und die
Ich habe auch bei der Bundesregierung durchaus schon erlebt, dass sich völkerrechtliche Positionen über die Jahre verschieben oder verändern. Ich will jetzt gar nicht zu dem Kosovo zurückkommen, da gibt es, glaube ich, von Anfang an klare Positionen. Aber wenn ich mir beispielsweise angucke, Syrien 2015, 2003 im Irak war noch völlig klar, die Bundeswehr beteiligt sich nicht an Koalitionen der Willigen. Sie bleibt immer in einem System kollektiver Sicherheit. Und 2015, also 12 Jahre später, ist das schon so gut wie vom Tisch. Da war klar, Solidarität mit Frankreich erfordert, dass man eben auch mal außerhalb eines Systems sich einer Koalition der Willigen anschließt. So, also da sehen wir sozusagen auch, wie tatsächlich auch die Bundesregierung nicht frei davon ist, diese Erosion, diese beim Völkerrecht auch mitzumachen. Mir fallen auch Beispiele ein für geografische Entgrenzung. Ja, Mandatsklarheit hieß es früher immer. Wir hatten einen Einsatz, der hatte einen Konflikt, eine Grenze. Wir haben jetzt teilweise Einsätze, die sind geografisch nicht mehr klar definiert. Ja, wir haben ein gemeinsames Mandat, wo Irak und Syrien in ein Mandat gepackt worden ist. Da ist schon sozusagen die Grenze des Konfliktes nicht mehr gewahrt. Wir haben das maritime Mandat Sea Guardian. Wenn man sich das anguckt, was das für ein Einsatzgebiet sein soll, dann ist es kaum noch zu definieren. Ja? Also das umfasst mal ebenso den gesamten Mittelmeerraum und eine sozusagen nicht spezifisch genannte Zahl von Ländern. Das geht meines Erachtens auch schon nicht. Und wir erleben es jetzt gerade bei dem Mali-Mandat, wo jetzt eben auch die Nachbarländer mit hineingenommen werden und dann mal nicht nur eben Niger und auch nicht Burkina Faso, sondern vielleicht braucht man auch noch mal im Tschad und gleich noch Mauretanien auch dazu. Also diese Tendenz zur Entgrenzung von Einsatzgebieten und Konflikten, da ist auch die Bundesregierung nicht frei von. Und deswegen finde ich es schon wichtig, sich auch damit zu befassen, was die Verfügbarkeit von bewaffneten Drohnen dazu beitragen kann, dass wir hier in diese Rutschbahn und diese Entgrenzung mitmachen. Und natürlich ist es so, da möchte ich Herrn Sohm ausdrücklich widersprechen. Er hat gesagt, Einsatz außerhalb bewaffneter Konflikte ist völkerrechtswidrig, aber das sei ja völlig unabhängig vom Waffensystem. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil das Spezifische an der bewaffneten Drohne ist ja gerade, dass sie so gut geeignet ist, weltweit unabhängig von bewaffneten Konflikten eingesetzt zu werden. Wenn ich die bewaffneten Drohnen nicht habe, kann ich das gar nicht. Sie haben gesagt, naja, dann sozusagen Soldaten am Boden. Also wenn Soldaten am Boden irgendwo im Einsatz sind, dann haben wir in der Regel einen bewaffneten Konflikt, spätestens dann. Also das heißt, die bewaffnete Drohne macht genau das sozusagen ja auch gerade erst möglich. Und das ist eben schon das Spezifische an der bewaffneten Drohne. Zum Schutz der Soldaten will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil wir hier ja, das ist aber etwas, was natürlich völlig berechtigt genauso einen wichtigen Anteil hat. Wir diskutieren ja hier heute über die völkerrechtlichen Aspekte und die Risiken. Und ich bin natürlich, mir ist völlig im Klaren, in der Abwägung ist der Schutz der Soldatinnen und Soldaten das Einzige, aber auch das Maßgebende, was auf der anderen Seite ins Gewicht fallen muss. Da will ich nur so viel sagen, dass ich sämtliche Angebote des BMVG in letzter Zeit ja auch wahrgenommen habe, uns nochmal in der Praxis Szenarien zu erklären, wo bewaffnete Drohnen zum Schutz der Soldaten wichtig sind. Ich muss sagen, das hat mich bisher an den Szenarien, die mir dort geschildert worden sind, noch nicht so wirklich überzeugt, wo der konkrete Vorteil der bewaffneten Drohne gegenüber der Aufklärungsdrohne in Kombination mit herkömmlicher Luftunterstützung ist. Das haben die Beispiele, die wir dort präsentiert bekommen haben, nicht deutlich gemacht. Ich bin aber ganz klar weiter offen, mir das immer anzuhören, weil wenn es mich das am Ende überzeugt, dass ich sage, in einem Einsatz, der legitim und berechtigt und sicherheitspolitisch notwendig ist, das sozusagen zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten nötig und erforderlich ist, dann fließt das natürlich in diese Abwägung mit ein. Aber ich finde es wirklich richtig, dass wir jetzt hier auch nochmal deutlich machen, wo auf der anderen Seite die langfristigen Risiken liegen, die in der politischen Debatte immer zu kurz kommen und die, wenn man sie zu Ende denkt, am Ende doch auch wieder unsere sicherheitspolitischen Interessen betreffen und dann eben auch, weil auch andere auf der anderen Seite, die bewaffnete Drohnen haben können, auch die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten genau wieder gefährdet. Letzter Punkt, Rechtsschutz. Also ich weiß gar nicht, Herr Professor Heinschlüssen-Heineck, wo das so effektiv sein soll. Also Rechtsschutz funktioniert da in dem Bereich eher gar nicht. Und die Autorität des Internationalen Strafgerichtshofs, da mache ich mir wirklich Sorgen, was da im Augenblick passiert. Also wir haben heute gerade die Meldung, dass jetzt also auch die USA Sanktionen gegen die Richterinnen und Richter des Internationalen Strafgerichtshofs
verhängen, weil sie wegen Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan ermitteln wollen. Also das ist nochmal auch eine neue Kategorie des Angriffs auf den Internationalen Strafgerichtshof. Wenn das durchgeht, dann sozusagen bricht hier die letzte Hoffnung für das Weltrechtsprinzip zusammen. Also das wäre natürlich auf der anderen Seite, wenn ich daran glauben würde, dass uns das gelingen würde, das herzustellen, etwas, was man sozusagen auf der positiven Seite in die Waagschale werfen können. Aber da muss ich sagen, bin ich im Augenblick wirklich nicht optimistisch, sondern bin ich eher sehr pessimistisch. Von daher ist das hier, glaube ich, keine realistische Option. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Keul. Ich gebe gleich weiter an Professorin Heike Krieger von der FU Berlin. Vielen Dank, Frau Kämmerer. Guten Abend in die Runde. Mir hat die Diskussion bis zu diesem Zeitpunkt gezeigt, dass es doch wirklich nicht in erster Linie um die Drohnen geht, sondern um alle Fragen, die uns mit der Wehrverfassung und dem Auslandseinsatz von Streitkräften beschäftigen und bei denen es an vielen Stellen Schwierigkeiten, Disputationen, Auseinandersetzungen gibt. Und ich glaube, letztendlich ist diese Drohnendebatte nur ein weiterer Wendung in der allgemeinen Diskussion und dem allgemeinen Problem, dass die Bundesrepublik nicht in der Lage ist, ihre Wehrverfassung im weiteren Sinne im politischen Raum zu reformieren. Wir haben das in verschiedenen Spielarten immer wieder in der über die letzten, also seit 1990 im Grunde genommen erlebt, dass, wenn es überhaupt zu Änderungen kam, die auf gerichtlichem Wege herbeigeführt werden konnten, das Parlamentsbeteiligungsgesetz ist insofern eine Ausnahme, aber ja auch auf Ausforderung des Bundesverfassungsgerichts, alle anderen Ansätze sind immer wieder im Sande verlaufen kriegen eben nicht die erforderlichen politischen Mehrheiten. Und das ist für einen Staat wie die Bundesrepublik, der sich eben an der Verfassung und an den Gesetzen orientiert, schon ein erhebliches Problem. Und insofern denke ich immer wieder auch ein Versagen im politischen Bereich. Wenn wir auf die Drohnen schauen, glaube ich, dass Drohnen wie alle Waffensysteme ihre Risiken und ihre Chancen haben. Und dass es in der Tat, Frau Keul, um eine Abwägung zwischen diesen Risiken und Chancen geht. Die Risiken, glaube ich, sind sehr klar beschrieben worden. Die Entgrenzung und Erosion von Konflikten, die Perpetuierung der Konflikte, das Herabsenken von Hemmschwellen. Ich teile aber nicht die Ansicht, dass die Chancen hinreichend bewertet werden oder die Dinge, Chancen ist ein schwieriges Wort, die Dinge, die für eine Anschaffung von Drohnensystemen, auch bewaffneten Drohnensystemen sprechen können. Das ist, glaube ich, nicht nur der Schutz der Soldaten, sondern um es nochmal hervorzuheben, es gibt ja auch genügend Bewertungen auf Ebenen der Vereinten Nationen, dass Drohnensysteme als solche gerade geeignet sind dafür, massive Kollateralschäden zu vermeiden. Das ist also es sind ja im Grunde doch Präzisionswaffen, die in vielerlei Hinsicht dann eben die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu befördern vermögen. Und ich glaube, das muss man auch bei der Gefahr des Missbrauchs vor Augen behalten. Und ich möchte noch einen anderen Aspekt in die Diskussion einbringen, der bisher noch keine Rolle gespielt hat. Und das ist ja auch die Veränderung verteidigungspolitischer Szenarien. Wir sind noch immer fixiert auf die Vergangenheit und die Bundeswehr im Einsatz, unter UN-Mandat oder ohne. Wir sind fixiert jetzt sehr stark auf den Kampf gegen den globalen Terrorismus, der eben zu missbräuchlichen Einsätzen von Drohnen geführt hat. Aber ich denke, wir müssen auch ins Auge fassen, dass zukünftige Konfliktszenarien sich ändern werden und dass wir wieder sehr viel stärker zur Landes- und Bündnisverteidigung zurückkehren werden, an den Außengrenzen Europas, der NATO, aber auch weltweit, glaube ich, wird diese Art von Konflikt wieder bestimmt sein und das findet sich ja auch schon in verteidigungspolitischen Schriften des Verteidigungsministeriums. Und ich glaube, dass wir für die Bewertung der Rolle von Drohnen eben sehr viel stärker auch ins Auge nehmen müssen, inwieweit wir diese Drohnen brauchen für diese Art von Konflikten und wie wir sie auch brauchen, um in dieser Art von Konflikten dann auch Bestand zu haben. Also diesen ganzen Aspekt sollte man, meine ich, hier nicht außer Acht lassen. Wenn es also um eine Abwägung zwischen Vorteilen und Nachteilen geht, stellt sich ja doch die Frage, was geht rechtlich? Und rechtlich, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt hier einfach, dass man doch klarer über Instrumentarien sprechen müsste und über Verfahren sprechen müsste, die eben den Entgrenzungen entgegenwirken.
Da finde ich es bedauerlich, wenn eben das Parlament nicht als wirksamer Akteur hier wahrgenommen wird. Ich würde auch die Skepsis in dem Umfang nicht teilen. Die Bundeswehreinsätze haben ja doch auch schon zu erheblichen parlamentarischen Reaktionen geführt. Und gerade in diesem Kontext ist ja auch das Recht überhaupt weiterentwickelt worden, das sonst kaum weiterentwickelt worden ist. Aber es bringt, und wir können über Formen der rechtlichen Kontrolle reden, und wir werden auch sicherlich in Zukunft oder auch die Frage des Rechtsschutzes wird sich weiterentwickeln. Das wird weiter vor den Gerichten ausgehandelt werden. Und es sind eben auch Aushandlungsprozesse, wenn der Gesetzgeber nicht mit einem Streich reagiert. Und vor dem Hintergrund komme ich am Ende doch wieder zu meinem Ausgangspunkt zurück. Wir brauchen, glaube ich, auch einen entschiedeneren politischen Willen, diese Dinge im parlamentarischen Bereich klarer zu regeln. Vielen Dank, Frau Krieger. Ich gebe gleich weiter an Florian Kriener, Mitarbeiter am Max-Planck-Institut. Florian. Ja, schönen guten Abend aus Heidelberg. Vielen Dank für diese Einladung. Ich bin der Auffassung, dass völkerrechtlich eine Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr per se nichts im Weg steht. Allerdings zeigen die zahlreichen heute Abend bereits angeschnittenen Probleme, dass es in der Anwendung von bewaffneten Drohnen zu zahlreichen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht kam und auch weiter kommen könnte. Zwar versichern die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr, dass Waffensysteme grundsätzlich nicht völkerrechtswidrig eingesetzt werden, aber wie im Beitrag von Herrn Marxen und auch Frau Keul hervorgehoben wurde, ist diese Versicherung nicht immer richtig. Vor allem in den komplexen Einsatzszenarien und Bedingungen, für diese die Drohnen ja gerade angeschafft werden, steigt die Wahrscheinlichkeit einer unterschiedslosen Verwendung in Verletzung des ersten Zusatzprotokolls der Genfer Konvention. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne nochmal den dritten Punkt, den Herr Marxen angesprochen hat, hervorheben. Denn effektive Kontrollmechanismen können gerade diese zahlreichen Bedenken gegen die Anwendungsprobleme bei der Verwendung bewaffneter Drohnen adressieren. Dazu ist es auch gerade notwendig, dass sich Betroffene an eine unabhängige Stelle wenden können, um eine Untersuchung von Angriffen durch bewaffnete Drohnen zu veranlassen und um gegebenenfalls rechtliche Wiedergutmachung zu erlangen. Hierzu wäre eine Klagemöglichkeit vor deutschen Verwaltungsgerichten geeignet oder aber eine Institution wie eine Ombudsperson, die das untersuchen kann. Die Wehrbeauftragte des Bundestages kann bisher nur Beschwerden aus der Truppe empfangen. Eine Erweiterung ihrer Kompetenzen auch auf Beschwerden durch Betroffene in den Einsatzgebieten wäre daher eine sehr sinnvolle Ergänzung für diese Praxis, auch um zu gewährleisten, dass Drohnen im Einsatz in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht verwendet werden. Und solange das nicht passiert, ist meines Erachtens nicht gewährleistet, dass Drohnen auch in der Praxis in Konformität mit dem humanitären Völkerrecht eingesetzt werden und daher unreizsam. Und ich würde jetzt in diesem Zusammenhang nochmal kurz die Möglichkeit verwenden, um die Rechtsschutzposition von Herrn Professor Heinschel von Heinig und Herrn Dürr aufzufassen, die ja gerade auf das Allegheny-Urteil verwiesen haben. Aber genau das Allegheny-Urteil zeigt ja, dass die Rechtsschutzmöglichkeiten, die gerade bestehen, ineffektiv sind und unzumutbar. Denn 8 Jahre zu warten, bis der EGMR über irgendetwas entscheidet und mehrere Instanzen in den innerstaatlichen Gerichten nachzugehen, ist gerade für die Klägerinnen und Kläger oder Beschwerdeführer unzumutbar. Und da wir ja sehen, wie schnell sich die Technologie bei Drohnen und die Einsatzszenarien verändern, kann es auch dadurch nicht zu einer effektiven Kontrolle kommen. Außerdem, und das ist mein zweiter Punkt dazu, ist ja der Präzedenzfall gerade im Fall des EGMRs für die Falle von bewaffneten Drohnen eher der Bankovic-Fall. Und da hat der EGMR sich ja gerade entbunden. Das heißt, man kann sich aktuell noch nicht von der Verpflichtung entlasten, eine effektive Kontrolle und Überprüfung der Einsatzbedingungen zu machen, da der EGMR diese Rolle gerade nicht einnimmt. Und deswegen würde ich damit auch schließen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Florian. Ich gebe gleich weiter an Dr. Isabel Ley von der HU Berlin. Ja, guten Abend. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Möglichkeit, hier heute Abend teilzunehmen und zu der Diskussion beizutragen. Ich wollte noch mal so ein bisschen auch in die Schneise gehen, die Christian Marxen ganz am Anfang geschlagen hat, und dann noch einen weiteren Punkt machen. Und der erste Punkt ist, ich denke auch, es wird häufig so ein gewisser Kurzschluss in der Debatte gemacht und auch in den Darstellungen, die bisher in diesem Konsultations- oder Diskussionsprozess gemacht worden sind, auch die sich auf den entsprechenden Blogs etc. befinden. Da wird relativ leicht sozusagen immer gesagt, es gibt kein grundsätzliches Verbot der Drohne als Waffe, ähnlich wie chemikalische Waffen etc.
Damit sind wir bei der Frage der Zulässigkeit nach dem humanitären Völkerrecht des Jus in Bello. Das richtet sich danach, ob wir einen bewaffneten Konflikt haben, ja oder nein. Frage Intensität des Konflikts, Organisationsgrad der Konfliktparteien. Wenn ja, wenn diese Schwelle also gegeben ist, sind wir dann eben bei den üblichen Vorschriften, dem Unterscheidungsgebot zwischen Fightern dann in nicht internationalen bewaffneten Konflikten oder eben Kombattanten und dem wiederum Vorschriften über den Schutz der Zivilbevölkerung. Innerhalb bewaffneter Konflikte ist dann sozusagen innerhalb der vorgegebenen Grenzen der Einsatz von Drohnen zulässig. Außerhalb nein. Außerhalb, das weiß man dann ganz weit weg, das sind sozusagen die USA, die CIA, die das eben außerhalb bewaffneter Konflikte machen. Ich würde auch nochmal dafür appellieren, insbesondere angesichts der Schwierigkeiten, die wir auch in Deutschland haben mit der Teilnahme an Konflikten. Herr Maxen hatte das genannt, apropos Kosovo oder Syrien eben, hinsichtlich der Zulässigkeit der Gewaltanwendung an sich, also der Stufe, die eigentlich vor der Frage des Jus in Bellum kommt, nämlich des Jus ad Bellum, die ja ganz und gar nicht einfach sind, sondern in letzter Zeit höchst umstritten, gerade in Bezug zum Beispiel auf den Syrien-Einsatz. Und da die Frage stellen, kann man denn wirklich so einfach Jus ad Bellum von Jus in Bello einfach abtrennen? Muss man nicht sagen, wenn schon der Einsatz an sich von seinem Rahmen her, also vom Jus ad Bellum her, auf einer höchst problematischen völkerrechtlichen Grundlage steht, dann kann man auch nicht einfach dann sozusagen zu der Frage kommen, Jus in Bello und das andere Thema vollkommen beiseite schieben. Also würde ich gerne nochmal fragen, wie ist da der Zusammenhang zu sehen? Weiterhin ist ja auch die Frage, wenn wir dann beim Jus in Bello sind, diese Schwelle des bewaffneten Konflikts zu überschreiten oder überhaupt festzustellen, alles andere als einfach. Also das zeigen ja auch die neueren Konstellationen, sei es in Jemen, sei es in Afghanistan, sei es in Syrien. Wann liegt ein bewaffneter Konflikt vor? Wie intensiv muss der Konfliktgrad sozusagen sein? Bezieht er sich vielleicht nur auf bestimmte Territorien oder Regionen des Landes? Also auch da ergeben sich dann wieder schwierige Abgrenzungsfragen. Ein weiterer Punkt ist, es wird auch in der Debatte immer relativ einfach dargestellt, naja, wir wollen die Drohnen ja jedenfalls im Moment nur zum Schutz unserer Soldaten einsetzen, also für eine defensive Verwendung anschaffen. Das Offensive lassen wir außen vor, dafür sollen die nicht zum Einsatz kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn nicht, Herr Sohm, korrigieren Sie mich, aber das war in den Publikationen, die ich gesehen habe, immer relativ klar dargestellt. Auch da würde ich fragen, kann man das immer so leicht auseinanderhalten? Da muss man dann den Blick in Richtung auf das Mandat des jeweiligen Einsatzes wenden. Je robuster das Mandat ist, klar, wenn es nur um Aufklärung geht, ist es vielleicht noch relativ einfach, aber wenn es um Friedenssicherung etc. geht, auch vielleicht Abwehr von Angriffen, von Aufständischen etc., denke ich auch, dass da sozusagen die Schwelle zwischen defensiv und offensiv doch vielleicht schwammiger ist oder auch schneller überschritten sein kann, als man sich das vorher abstrakt vorstellen mag. Weiter wird immer gesagt, wir lehnen natürlich Signature Strikes, wie die USA sie durchführen, ab. Das sind diese Drohneneinsätze, die nach nicht individualisierten Kriterien durchgeführt werden, wo angeguckt wird, in der Aufklärung liegen typische Verhaltensmuster vor. Wenn ja, ist es sozusagen unauffällig, wenn davon dann abgewichen wird und sich die Leute, die wir beobachten am Boden, auf einmal anders verhalten als sonst und Auffälligkeiten zu verzeichnen sind, bestimmter Art natürlich, dann wird sozusagen nicht individualisiert der Drohnenbeschuss freigegeben. Auch da würde ich nochmal fragen, klar muss man, ich würde es natürlich immer unterschreiben, dass man sagt, man muss eine individualisierte Feststellung der Tatsache haben, dass da sozusagen feindliche Kämpfer zugange sind. Aber auch da zeigt ja vielleicht auch der Zwischenfall, der fatale Zwischenfall in Kunduz, dass das möglicherweise gar nicht so einfach ist, in der Aufklärung das so genau abzugrenzen. Hoffentlich, da sozusagen, das wäre dann ein ganz wichtiger Einsatzbereich, könnten Drohnen gerade diese Frage klarer machen. Dennoch denke ich auch, die hohe Fehleranfälligkeit, die wir in der Vergangenheit da gesehen haben, die muss man genau analysieren. Dann noch ein weiterer Punkt, der vielleicht drohnenspezifischer ist und bisher noch nicht zur Sprache gekommen ist, ist eben diese spezielle Distanz oder Dislozierung zwischen demjenigen, der letztlich den Einsatzbefehl gibt am Boden und dann ja im Fall der USA eben ja in Florida sitzt. Die Drohne ist aber in Afghanistan. Im Fall Deutschlands wäre das dann so, dass BMVG immer am Einsatzort, aber derjenige, der den Befehl gibt, ist eben bei der Truppen
bei dem Headquarter, während die Drohne selbst sich eben möglicherweise doch viele Kilometer davon entfernt dort befindet, wo die Truppe sich aktuell befindet. Also diese spezifische Distanz zwischen dem, der den Beschuss auslöst und dem Ort, wo sie dann wirksam wird, die ist doch drohnenspezifisch und die, denke ich, stellt nochmal eine besondere Gefahr dar, die man im Auge haben muss. Dann wollte ich noch mal einen zweiten Themenkreis ansprechen, und zwar das Thema Bündnislogik oder Bündnisdimension. Die Bundeswehr ist eine Bündnisarmee. Die Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg war nur durch die Einbettung in die NATO, später in die UN, auch in die EU überhaupt möglich und damit auch die Wiedererlangung der Souveränität Deutschlands. Inzwischen spielt natürlich die EU hat die ganze Zeit eine sehr wichtige Rolle gespielt, spielt sie immer noch. Auch vor dem Hintergrund meines Interesses an Rüstungsexporten sehe ich da auch sozusagen immer es ist sozusagen, wir sind in diesen Einsätzen mit den europäischen Partnern und auch anderen internationalen Partnern. Deutschland, die Bundeswehr ist Teil dieser Einsätze und muss dann eben auch ein gemeinsames Konzept entwickeln. Einerseits ein rüstungsexportpolitisches Konzept, aber natürlich auch ein verteidigungspolitisches Konzept. Ja. Und wenn man in den Einsätzen drin ist, ist es natürlich seltsam. Das leuchtet mir politisch absolut ein, wenn wir sagen, wir verlassen uns darauf, dass wir dann im Fall der Fälle sozusagen die Partner schnell kontaktieren können und die dann den Schutz bieten, teilweise sogar über bewaffnete Drohnen oder mit Hilfe bewaffneter Drohnen, den wir uns selbst nicht leisten wollen, weil wir moralische Bedenken aufgrund unserer geschichtlichen Disposition mitbringen. Dieses Argument leuchtet mir sehr ein. Ich finde es auch allgemein europapolitisch, außenpolitisch, verteidigungspolitisch absolut wünschenswert und notwendig, dass es da eine gemeinsame Linie auch in der Frage der Bewaffnung gibt, eine gemeinsame europäische Linie. Und gleichzeitig gibt es da eben auch spezielle deutsche Sensibilitäten, die man nicht vom Tisch kehren kann und natürlich auch bestimmte waffenspezifische Risiken. Und ich denke, der einzige Weg, damit umzugehen, ist auch innerhalb des europäischen Kontextes und gegenüber den Partnern, mit denen man dann auch konkret in den Einsätzen ist, für eine sehr, sehr vorsichtige Verwendung von Drohnen und vor allem prozedurale Schutzmaßnahmen zu werben, die sich natürlich auch völkerrechtlich etwa aus Artikel 48 und 51 des ersten Zusatzprotokolls als Notwendigkeit ergeben. Da wollte ich jetzt einfach nur noch mal ganz kurz verschiedene Maßnahmen auflisten, die mir eingefallen sind und die vielleicht in der Diskussion noch keine Rolle gespielt haben, die aber sicherlich wert wären, noch mal diskutiert zu werden. Als da wären eindeutige Mandate, Rules of Engagement auf der politischen Seite. Dann natürlich die hervorragende Ausbildung des einzusetzenden Personals, sowohl an den Waffen selber, also technisch, wie auch psychologisch. Dann ganz wichtig das Mehr-Augen-Prinzip, die Trennung von Analyse, Aufklärung, Einsatzbefehl und Rechtsberatung. Natürlich die Wahrung der Verantwortungsketten, Befehlsketten ist ja klar. Dann denke ich auch nochmal ganz wichtig, weil die Drohnen eben anscheinend, jedenfalls in der Vergangenheit, vielleicht auch aufgrund der spezifischen Verwendungsweise durch die USA, so fehleranfällig waren und so viele Kollateralschäden oder Tote auf Seiten der Zivilbevölkerung hervorgebracht haben. Ganz wichtig, eine offene Fehlerkultur, auch im Zusammenhang mit den Partnern sozusagen, denke ich, dass es für das BMVG ein allererstes Anliegen sein sollte, ganz klar zu machen, wenn Fehler passieren, wenn Zivilisten getroffen werden, trotz aller Maßnahmen, die man getroffen hat, woran lag es? Und sich darüber auch offen auszutauschen und aus diesen Fehlern auch zu lernen. Das sollte selbstverständlich sein. Andererseits in Kundus, das ist jetzt schon eine Weile her, da hatte man damals jedenfalls aus Sicht der Öffentlichkeit den Eindruck, dass das alles andere als selbstverständlich war und doch die Aufklärung relativ schleppend vorangegangen ist. Die Person, die den Einsatzbefehl gibt, sollte möglichst nah dran sein an der Einsatzsituation, das hatte ich schon gesagt. Dann ganz wichtig wird auch immer genannt, die technische Möglichkeit des jederzeitigen Einsatzabbruchs. Also wenn man eben doch im letzten Moment feststellt, das Ziel ist eben kein Fighter, sondern ein Zivilist, dass man den Einsatz noch abbrechen kann, selbst wenn man ihn schon in Gang gesetzt hatte. Und last but not least, das wurde schon häufig jetzt angesprochen, der gerichtliche Rechtsschutz. Dazu möchte ich jetzt nichts weiter sagen. Das war dann mein Beitrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Isabel Ley. Ich gebe gleich weiter an Dr. Caroline Moser vom MPI in Heidelberg. Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich heute an dieser Veranstaltung teilnehmen darf. Ich beschäftige mich in meiner Forschung intensiv mit europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik und möchte diese Dimension auch ein bisschen in die Debatte einbringen.
Die juristischen Argumente wurden, finde ich, schon sehr gut dargestellt von beiden Seiten, von denjenigen, die die Anschaffung bewaffneter Drohnen befürworten und denen, die sie kritischer sehen. Und deswegen möchte ich gern einen Schritt zurücktreten und auch ein wenig Licht auf den breiteren Kontext werfen. Und ich möchte anfangen mit einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Und dieser Beobachtung möchte ich dann drei Anmerkungen anschließen. Und die alle hängen, diese Beobachtungen und die Anmerkungen hängen damit zusammen, wie wir auch das Völkerrecht verstehen und in welchem Kontext wir es anwenden. Zuerst mal zu meiner Beobachtung. In Vorbereitung auf dieses Webinar habe ich die Koalitionsverträge von 2013 und 2018 natürlich durchgelesen. Und da ist mir etwas aufgefallen, es hat mich ein bisschen verdutzt. 2013 sagt der Koalitionsvertrag, dass man die Anschaffung der bewaffneten Drohnen aus drei Dimensionen beleuchten soll. Einer rechtlichen, einer sicherheitspolitischen und einer ethischen. Also drei. 2018 sind davon aber nur noch zwei übrig. Eine rechtliche und eine ethische. Und die sicherheitspolitische Dimension wird von dem Vertrag nicht mehr erwähnt. Die findet sicherlich anderweitig trotzdem statt, aber ich fand es sehr interessant. Und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, dass das Völkerrecht nicht im Vakuum stattfindet, sondern in einem sicherheitspolitischen Kontext. Und deswegen möchte ich den jetzt ansprechen. Frau Krieger hatte das schon angerissen und möchte da jetzt eben meine drei Anmerkungen anschließen. Die erste Anmerkung, die ich habe, ist, dass der jetzige Diskurs, auch der bisher geführt wird, aufgrund dieser Verengung doch sehr binär geführt wird. Also es ist rechtlich oder es ist nicht rechtlich, legal, illegal. Es ist ethisch oder unethisch. Und es ist eine klare Logik und die lässt sich auch in Schwarz-Weiß einteilen, auch wenn es natürlich eine starke Verkürzung ist, aber das ist so ein bisschen die Idee. Und dann, das hat man in der Debatte auch so ein bisschen gehört, es war auch so ein bisschen unterscheiden nach gut und böse. Also so ein bisschen auch mit der Idee, Drohnen anschaffen ist nicht so gut, ist eher böse. Interessant ist jetzt aber, dass Sicherheitspolitik eine ganz andere Logik mit sich bringt, nämlich eine der Relativität. In der Sicherheitspolitik kann man nicht sagen, es ist politischer oder weniger oder besser oder schlechter. Man hat viele Optionen und man muss einfach die wählen, die in einem gewissen Kontext besser zu sein scheint. Das ist eine ganz andere Logik. Und das finde ich wichtig, denn ich habe das Gefühl, dass es nicht nur in dieser Debatte, sondern generell in Deutschland, wenn wir über Militärfragen reden, dass diese Logik gar nicht erwähnt wird und auch nicht für die Interpretation des Völkerrechts. Und das finde ich wirklich ganz wesentlich. Wir hatten heute ganz viel gehört, was eigentlich Drohnen alles anrichten können und dem stimme ich voll und ganz zu. Wir haben aber nicht gehört, was passiert, wenn wir sie nicht einsetzen. Und das ist eine sicherheitspolitische Überlegung. Also was passiert, wenn ein deutscher Soldat in Mali stationiert ist und von Aufständischen angegriffen wird und dann der Mann oder die Frau, die Soldatin, auf diesen Angreifer schießen muss? Das setzt dem Soldaten ein gewisses Risiko aus. Es wurde auch schon mehrfach erwähnt. Das könnte der Soldat auch anhand einer Drohne machen. Und diese Konstellation diskutieren wir aber gar nicht. Und das finde ich sehr interessant und finde, sollten wir aber tun. Wir sollten auch mal überlegen, was es heißt, wenn wir diese Drohnen nicht anschaffen und was es dann bedeutet. Das war also meine erste Anmerkung. Jetzt meine zweite Anmerkung. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir hier eigentlich eine Stellvertreterdebatte führen. Das ist auch schon mehrmals aufgekommen. Wir diskutieren eigentlich nicht die Drohnen, wir diskutieren die Bundeswehr im Großen und Ganzen und dort die Deployment Policy und so weiter. Und ich habe das Gefühl, der eigentliche Elefant im Raum ist noch nicht mal so sehr die Bundeswehr, sondern das sind die USA. Es geht hier ganz viel um Targeted Killings. Und das finde ich jetzt auch wieder sehr interessant, denn wir verhandeln völkerrechtlich in Wirklichkeit die Praxis der USA. Wir verhandeln gar nicht so wirklich die Praxis Deutschlands. Und ich glaube, dessen müssen wir uns auch gewahr werden, weil Deutschland auch sicherheitspolitisch nicht der gleiche Player ist wie die USA. Die Deutschen hören es nicht so gern, aber die Deutschen sind eher ein Fliegengewicht und die Amerikaner sind ein Schwergewicht. Und ich glaube, wir wollen eine Handvoll Drohnen anschaffen. Das ist auch nochmal ein bisschen anders als für eine Militärmacht wie die USA. Das heißt nicht, dass wir sie nicht auch völkerrechtswidrig einsetzen können, aber ich glaube, man muss sich dieser Dimension gewahr sein. Und ich finde es auch deswegen interessant, dass dieser Elefant im Raum ist, weil mich das nämlich dazu der Annahme verleitet, dass in Deutschland sehr oft über Sicherheitspolitik und auch über Völkerrecht immer transatlantisch nachgedacht wird. Und das ist interessant. Und das sagt auch sehr viel darüber aus, wie die Bundeswehr in 10 Jahren dastehen wird. Das hatten wir auch schon gehört. Was ist denn, wie die Drohnen anschaffen? Was machen wir in 10 Jahren damit? Wo stehen wir dann? Und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Scheidepunkt, in dem wir jetzt stehen. Ich habe so das Gefühl, es geht darum, dass man die Bundeswehr da festhalten will, wo sie ist, im 20. Jahrhundert, wo man der USA einfach folgt oder auch nicht. Aber nicht ins 21. Jahrhundert, wo die Bundeswehr in andere Gebiete entsandt wird, mit ganz anderen Problematiken, auch ganz anderen völkerrechtlichen Problematiken. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Art
Konservatismus, in dem man aber nicht vorschreiten will. Und man will sich, glaube ich, dann auch nicht mit den Fragen beschäftigen, die dann kommen. Ich bin mir sicher, viele davon werden extrem unangenehm sein und auf die werden wir auch keine binären Antworten finden. Noch eine letzte Anmerkung, bevor ich zu der dritten komme. Ich fand es sehr interessant zu sehen, dass von der Böll-Stiftung im April ein Positionspapier veröffentlicht wurde, in dem gesagt wurde, dass man vielleicht darüber nachdenken soll, Truppen auch zu entsenden, ohne für das Mandat des Sicherheitsrates, weil der ja blockiert sei. Und ich sehe das als einen ersten Punkt, dass man darüber nachdenkt, wo man eigentlich steht und wo man hingeht. Und es fehlt mir im Moment so ein bisschen dieser Drohendebatte. Ich habe das Gefühl, die verharrt noch in einer anderen Denkweise. Und das bringt mich jetzt wirklich zu meinem letzten Punkt. Und das ist vielleicht auch schon eine Frage auf eine Antwort aus dem Chat, nämlich von Lisa Becker. Und das sage ich auch, wenn ich binational bin und auch eine ganz andere Sicherheitsdebatte kenne, nämlich die französische. Ich habe das Gefühl, die Anschaffung dieser Drohnen, das ist eine sehr nombrilistische Debatte. Könntest du die Frage vielleicht kurz wiedergeben? Ja, die Frage, muss ich nur hochscrollen. Die Frage war, inwiefern die Position Deutschlands ein Problem ist, auch für die Bündnistreue und ob das dann ein Problem werden kann mit unseren Partnern. Also verkürzt dargestellt, ich hoffe, Frau Becker, ich habe das nicht zu verkürzt dargestellt. Aber auf diesen Aspekt möchte ich jetzt eingehen, denn ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Debatte, und das ist, glaube ich, auch deutsch und hat auch mit der deutschen Geschichte zu tun, sehr nombrilistisch geführt wird. Also, und das verstehe ich auch, es geht natürlich darum, dass ein Land Drohnen anschafft, aber es geht natürlich auch darum, dass diese Drohnen nicht nur von Deutschland angewandt werden, sondern natürlich auch in einem größeren Verbund. Wir haben jetzt das Argument der Hemmschwelle gehört. Wir haben aber zum Beispiel auch von Isabel Ley gehört, dass dann Deutschland eben auf andere Staaten zurückgreift, die diese Drohne aber haben. Und da muss ich sagen, das halte ich für sehr problematisch. Also entweder man entscheidet sich gegen eine Waffe, dann soll die aber auch der andere nicht für einen benutzen. Aber man kann die praktisch nicht die anderen anschaffen lassen, damit man sich selber die Finger nicht schmutzig macht. Das finde ich nämlich völkerrechtlich auch sehr problematisch. Übrigens auch im Zusammenhang mit der Bündnissolidarität und auch in der europäischen Integration. Wir verpflichten uns ja gemeinsam mit unseren Partnern Dinge zu tun. Und dann finde ich, ist es auch nur fair mitzumachen. Oder man muss den Mut haben und von vornherein sagen, man möchte das nicht. Das finde ich jetzt auch eine legitime Position. Und die kann man auch legal vertreten. Die muss man dann, glaube ich, aber äußern. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt. Und da geht es um die Entwicklung der Eurodrohne. Das wurde noch gar nicht erwähnt. Die Bundesregierung hat sich ja dazu verpflichtet, die Eurodrohne mitzuentwickeln. Und da ist es jetzt aber auch, sage ich mal, so eine Art Schluck aufgekommen, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe vorhin nochmal geprüft, der französische Senat hat einen recht vernichtenden Bericht über die Entwicklung dieser Drohne geschrieben. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Drohne, es geht darum, was diese Entwicklung aussagt, nämlich, dass die Franzosen unglaublich genervt darüber sind, dass es nicht vorangeht und dass man verharrt. Und dass Deutschland mit dieser Position auch seine Partner blockiert. Und da, finde ich, wäre es fair zu sagen, wir wollen diese Drohne nicht, wir entwickeln die halt auch nicht mit, benutzen die dann nicht, but go forward. Aber dazu kann Deutschland sich nicht durchdringen. Und ich glaube, das wäre völkerrechtlich, aber die sauberere Lösung und würde Deutschland sicherlich das dann auch manche Sachen erleichtern. Oder aber man geht den Schritt ins 21. Jahrhundert und dann muss man sich eben mit den Partnern darüber auseinandersetzen, wie die Drohne genau angewandt wird, was das eigentlich bedeutet, welches Völkerrecht wir haben wollen, wie wir in Zukunft tätig werden wollen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Dimension. So viel von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gebe gleich weiter an Andreas Schüller vom ECCHR. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Guten Abend. Es gibt ein paar Punkte, die sind hier natürlich schon vermehrt angesprochen worden, die für uns auch extrem relevant sind, wenn es um die Frage der Anschaffung einer Bewaffnung für die Drohnen geht. Und das eine ist natürlich die regelbasierte globale Ordnung und die Begrenzungsfunktionen auch des Rechts in dieser. Und gerade diese Begrenzungsfunktion ist unter Druck und durch eine extensive Auslegung seitens verschiedener Regierungen, also sozusagen der exekutiven Gewalt. Und es wird relativ wenig an rechtsstaatlicher Kontrolle durch Parlament und Gerichte und so weiter dagegen gestellt. Und dort, wo es geschieht, im Endeffekt wie bei einer Einschränkung einer Mandatserteilung jetzt zuletzt zu Mali durch den Bundestag oder in Gerichtsentscheidungen wie vom Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen, wird im Endeffekt die Rechtsposition der Exekutiven wieder eingeschränkt und die Begrenzungsfunktion des Rechts zum gewissen Maß wiederhergestellt. Aber das ist sicherlich einer der Kerndebatten,
was wir ja auch sehen, einmal bei der Frage der Gewaltanwendung auf anderen Staatsgebieten, sei es gegen staatliche oder nicht staatliche Akteure und die Ausnahmen der UN-Charta dazu und wie diese ausgelegt werden. Und zum anderen in Bezug auf die Frage dann, wann liegt ein bewaffneter Konflikt eigentlich vor, wann ist die Intensität erreicht für so einen Konflikt und wer darf in diesem Konflikt angegriffen werden. Alles Fragen, wo es größtenteils zwischen der Exekutiven sozusagen und dann den Gerichten durchaus ja unterschiedliche Auffassungen gibt. Und daher ist die Position auch von uns, dass wir erst eine Einschränkung, Begrenzung der Möglichkeiten im Endeffekt haben, bevor über die Anschaffung entschieden wird und nicht erst angeschafft wird und dann später, wenn im Einsatz was schief geht, es Untersuchungsausschüsse gibt oder Klagen und Strafverfahren und dann eventuell zurückgerudert wird. Zu der Debatte und auch den Einsatzszenarien ist, glaube ich, zum Ersten zu sagen, dass Deutschland ja schon seit vielen Jahren im Drohnenkrieg auch mittendrin ist. Und das ist jetzt nicht was Neues, was kommt, sondern in den Bündnissen seit 2009, seit Extensivdrohnen durch die USA eingesetzt worden, muss sich Deutschland natürlich auch dazu verhalten, auf unterschiedlichster Ebene und tut es oder tut es auch nicht, was ja auch was aussagt. Das betrifft zum einen die Erlaubnis, Rammstein zu nutzen durch die USA, das ist eine entscheidende Rolle im globalen Drohnensystem, weil darüber riesen Datenmengen laufen und eins dieser weltweiten Hubs dastehen. Und das andere ist die Datenübertragung und Datenmitteilung, die dann in Targeting und andere Angriffsentscheidungen einfließen. Das traf auch gerade die ersten Jahre des Drohnenkriegs, wo dann auch Deutsche teilweise zu den Opfern zählten und wo Daten mit den USA geteilt wurden, die dort einflossen in gezielte Tötungen durch Drohnen. Die Beteiligung an der Anti-IS-Koalition ist ein weiterer Aspekt, die Tornado-Aufklärung dort und die Bilder und Auswertungen, die da in die Kommandozentrale in Katar eingespeist werden und dort dann durch die Koalition für Luftangriffe in Syrien und Irak weiterverwendet wird. Das ist so eine weitere Beteiligungsform, die man ja auch durchaus bewerten kann und die jetzt sich nicht spekulativ an irgendwas in der Zukunft richtet. Und insofern sehen wir erstmal Drohnen als vorrangiges Mittel in der Bekämpfung des Terrorismus international, wo man sich ja auch schon die Frage stellen kann, reden wir ja eigentlich von einem Kriegskontext oder von einem Law Enforcement Kontext, wenn es um diese Einsatzszenarien geht und nicht einen sozusagen klassischen Krieg oder Bürgerkrieg, wie es in Libyen, wo da zum Teil dann auch Drohnen mittlerweile eingesetzt werden. Es ist sicherlich auch interessant, sich den Mali-Einsatz anzuschauen. Da ist ja gerade das Ausbildungsmandat in der EU-Mission verlängert worden vor kurzem. Wo drin steht zum einen, dass militärische Gewalt eingewendet werden kann zum Eigenschutz und zum Schutz anderer EU-Kräfte, aber die Teilnahme an Kampfhandlungen gerade nicht umfasst ist von dem Mandat. Und in der Ausbildungsmission geht es halt um die Unterstützung der malischen Kräfte in ihrem Kampf gegen islamische terroristische Vereinigungen, die, denke ich, weitgehend schon als nicht international bewaffneter Konflikt eingestuft wird, was Mali betrifft. Das Mandat ist aber auch für 4 weitere Länder jetzt erweitert worden. Katja Keul hatte das angesprochen. Sprich, es geht nicht mehr nur um Mali. Und da ist ja dann auch schon die Frage, wenn Mali in einem bewaffneten Konflikt ist, betrifft das dann auch die Nachbarländer? Ist das derselbe Konflikt? Sind die in einzelnen Konflikten? Und wer ist da eigentlich Konfliktpartei? Also es ist ein Szenario, wo man bisher, wie gesagt, nicht drin ist, an Kampfhandlungen teilzunehmen, aber das natürlich eine ganze Reihe von Gefahren schon birgt, dass man sich in rechtliche Grauzonen da bewegt. Die andere Frage in diesem Kontext ist natürlich, was heißt die Erlaubnis, militärischer Gewalt zum eigenen Schutz einzusetzen? Wie weit wird das interpretiert, wann man noch zum eigenen Schutz Gewalt einsetzt und was dann schon eine Angriffshandlung ist? Da kennen wir ja auch Beispiele, dass die Grenzen da recht fließend sind. Das ist zum Beispiel, wenn sich eine größere Menschenmenge oder Gruppe, wo eventuell oder anfangs auch
potenzielle Islamisten drin sind, in der Nähe von einem Lager versammeln. Wird das schon als Bedrohungsszenario wahrgenommen, beobachtet und an welcher Stelle wird eventuell darüber entschieden, da sogar aus einer präventiven eigenen Verteidigung auch schon irgendwie aktiv zu werden. Interessant ist in dem Zusammenhang, denke ich, auch zu sehen, dass die Verteidigungsministerin in der Grundsatzrede im November gefordert hat, dass die Bundeswehr in Kampfhandlungen in Mali teilnehmen soll und die französische Antiterroroperation unterstützen soll. Das ist in dem Mandat jetzt nicht drin, aber es ist ja durchaus ein denkbares Szenario dann, was ein anders zusammengesetzter Bundestag dann vielleicht dann auch mal dann doch in ein Mandat mit aufnimmt. Und dann ist man direkt genau in dem Konflikt drin, in dem jetzt die Franzosen schon bewaffnete Drohnen einsetzen, in dem es auch gezielte Tötungen gibt, gerade diese Woche noch gegen einen der Islamistenführer dort. Und das hat die Bundesverteidigungsministerin im Endeffekt schon gefordert, dass Deutschland auch da mit reingeht und das unterstützt. Und wenn dann bewaffnete Drohnen auch noch zur Verfügung stehen, dann ist man mittendrin statt nur dabei, würde ich sagen. Und das ist ein durchaus realistisches und nicht allzu fernes Szenario, was auch den Einsatz von bewaffneter Drohnen angehen wird. Also insofern denke ich, ist das jetzt gar nicht so abstrakt und der Schutz der Soldaten ist wichtig, aber da muss man auch ins Detail schauen, was das alles bedeutet oder wie das interpretiert werden kann und sich dann in der Praxis eventuell dann auswirkt. Was wir tun im Endeffekt in der Bewertung ist zu schauen, wie ist die Einsatzpraxis anderer Staaten, wie ist die deutsche Reaktion auf das Einsatzverhalten anderer Staaten, insbesondere der Verbündete, wie ist die eigene Beteiligung da in unterschiedlicher Form und in welchem Rahmen werden Rechtspositionen der Bundesregierung artikuliert und wo wird geschwiegen. Und wenn man das alles zusammennimmt in den letzten insgesamt 11 Jahren, wie sich die Bundesregierung beteiligt hat, in welchen Formen, wozu sie welche Auffassung vertreten hat oder auch gerade nicht vertreten hat, gibt es halt zum einen Schweigen und Zurückhalten, zum anderen teilweise auch eine vorsichtige Positionierung, aber insgesamt sind wir da extrem skeptisch, auch weil es halt kaum rechtsstaatlich überprüft werden kann. Und sofern sich da nicht eine Positionierung ändert und die offen und klar artikuliert wird, dann bleiben wir auch extrem skeptisch, was die Anschaffung dann eigener Drohnen angeht und die Szenarien, in denen die eingesetzt werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss der Tischrunde gebe ich das Wort noch an Professor Achilles Cordas vom MPI in Heidelberg. Vielen Dank, Frau Kämmerer. Ich freue mich, an dieser Runde teilzunehmen. Und ich möchte damit anfangen, indem ich sage, dass ich völlig zustimme mit das, was Frau Moser gesagt hat. Weil sie hat etwas kombiniert, was, glaube ich, sehr interessant ist und sehr wichtig. Sie kombinierte in ihrer Analyse die geopolitische Dimension, die man in Kauf nehmen sollte, mit der Ethik der internationalen Beziehungen. Es gibt eine Ethik in den Allianzen, es gibt eine Ethik in dem Schutz des europäischen Raumes und das muss man im Kauf nehmen. Aber lassen Sie mich weitermachen mit einem anderen Aspekt. Eigentlich unsere Diskussion und die Entscheidung, inwieweit wir bewaffnete Drohnen haben wollen oder nicht, ist eng damit verbunden, dass unsere Gesellschaft als ein Ergebnis gesellschaftlicher Evolution digitalisiert wird. Es geht um eine Technik. Und eine Technik, Technik in der Sicherheit, Technik im Alltagsleben, die nicht einfach eine Frage der Wahl gewesen ist. Es ist eine Frage der Evolution, weil eine Evolution findet statt, wenn die Umwelt sich verändert. Und wenn das geopolitische Umfeld sich verändert, verändert sich auch die Technik des Krieges und die Technik der Sicherheit. Man kann da als ein Refusnik reagieren, sagen, nein, das will ich nicht, schließe meine Augen.
Wir hatten diese Diskussion in den 80er Jahren, als die Staaten, Sie erinnern sich, die Älteren mindestens von uns, wie die europäischen Staaten versuchten, das Staatsmonopol über Rundfunk beizubehalten. Sie versuchten, das Signal zu kontrollieren. Man kann das Signal nicht kontrollieren. Die Grenzen des Territorialstaates sind nicht die gleichen mit den globalen Nichtgrenzen der Kommunikationsmedien. Da müssen wir mal Gedanken machen. Aber lassen Sie mich auch zum zweiten Punkt übergehen. Ich glaube, dass unsere Diskussion ist irgendwie irregeführt von dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen. Weil es hat eine Reihe von Bewertungen gemacht, dieses Urteil, die auf der eine, ich bin nicht überzeugt, dass die Basis dieser Überlegungen die richtige war. Erstmal, was das Gericht gemacht hat und unseres Denken beeinflusst hat, ist, dass es hat eine verfassungsrechtliche Auslegung des Völkerrechts vorgenommen, statt eine völkerrechtliche Auslegung des Grundgesetzes. Weil eigentlich, wenn man die Charta der Vereinten Nationen liest, was ist das primäre Rechtsgut, das die Charta schützen möchte? Und was ist die Primärfunktion der Charta? Die Wahrung des Weltfriedens. Und Wahrung des Weltfriedens bedeutet die Wahrung der Weltordnung, auch mit seinen Asymmetrien und mit den Großmächten und mit den Mittelmächten und mit den Kleinmächten. Diese Ordnung wird gewahrt durch gewisse Verfahren, durch Entscheidungen. Und was ist die Bedeutung dieser Funktion der Vereinten Nationen, der Charta, dass diese Entscheidungen die Implementierung und Auslegung des Völkerrechts eigentlich konditionieren? Das Völkerrecht funktioniert nicht auf einem anderen Planeten. Es funktioniert unter einer gewissen Ordnung in Raum und in Zeit. Also das Völkerrecht hat immer die Funktion, diese Ordnung zu berücksichtigen und entsprechend interpretiert zu werden und verstanden zu werden. Und mit der Auslegung des Oberverwaltungsgerichts sind wir in einem Punkt gelangt, wo die Bundesrepublik nicht imstande ist, schnell ihren Beitrag zur Friedenswahrung wahrzunehmen. Lassen Sie mich zwei Punkte hier machen. Einmal, wir sprechen über die gezielte Tötungen. Jede Tötung ist etwas, was wir nicht wünschen sollten und wir nicht wünschen. Aber es gab eine Tötung, die ein Moment der Evolution gewesen ist in den Vereinten Nationen und im Sicherheitsrat. Und das war die Tötung von Osama bin Laden. Weil etwas rechtlich Signifikantes hat stattgefunden in diesem Moment. Am nächsten Tag, der Sicherheitsrat hat die Tötung von bin Laden begrüßt. Und ich lese Ihnen vor, weil wir vergessen, dass dieser Moment hat auch unsere Rechtsvorstellungen über Tötungen irgendwie beeinflusst. In this regard, sagt der Sicherheitsrat, the Security Council welcomes the news that Osama bin Laden will never again be able to perpetrate such acts of terrorism. The Security Council recognizes this critical development and other accomplishments made in the fight against terrorism and urges all states to remain vigilant and intensify their efforts in the fight against terrorism. Welche sind diese other accomplishments? Die targeted killing, gezielte Tötungenpolitik von Präsident Obama. Das war die Zeit der gezielten Tötungen. Mein letzter Punkt, wenn man die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts liest, hat man den Eindruck, dass es waren Kläger, die ungerecht irgendwie bombardiert wurden und sie hatten gerechtfertigte Angst und sie wollten sich schützen. Wenn man das ganze Urteil liest und dann die Berichte der Vereinten Nationen näher anguckt, was da die Entscheidung selber in ihren Zitaten beinhaltet, ohne die Sache zu verbinden, das Urteil macht nicht diese Verbindungen, entdeckt man, dass tatsächlich in diesem Region Hadramaut die meisten Toten gewesen waren, 79 Personen, während in der anderen Teil von Jemen, es waren etwa 82 2016. So,
59 Leute sind getötet. Und die Frage ist, warum? Der Bericht des Expertenpanels gibt die Antwort, weil dort ein Trainingskampf von Al-Qaida war. Das bedeutet, dass wenn wir einen Handbuchfall haben wollen, wo die Drohnen rechtmäßig benutzt wurden, es ist ein Fall, wo man einen Terroristenkampf bombardiert. Und was sehe ich in diesem Urteil? Ich sehe die Kläger, die sagen, ja, wissen Sie, es gibt die Signature Strikes und es gibt, wir sind in Gefahr, weil einfach in Familienfesten, wir wollen in der Luft die Waffen benutzen. Und das Gericht macht keinen Kommentar darüber. Das finde ich nicht gut. Und das finde ich nicht gut für die Glaubwürdigkeit des Gerichts, dass die Termini, die juristischen Termini, Operation Enduring Freedom und gezielte Tötungen über die Wikipedia informiert werden. Es gibt 4 Zitierungen von Wikipedia in diesem Urteil. Und ich glaube, dass das nicht die richtige Art und Weise ist, das Völkerrecht zu verstehen. Vielen Dank. Okay, vielen Dank, Professor Skordas. Die Tischrunde war viel länger als gedacht, aber wir haben einige Fragen. Ich würde gerne jetzt so verfahren, dass wir 3 dieser Fragen einspielen. Laura Kraft wird die vortragen. Die Frage von Lisa Becker ist ja schon beantwortet. Wir haben auch schon einige Wortmeldungen und wir sollten dann die letzten 5 Minuten für Christian Marxen und Herrn Sohm für eine Respondenz reservieren. Aber wir versuchen auch aus der Runde noch so viele für eine Wortmeldung zuzulassen wie möglich. Laura, würdest du bitte 3 von den Fragen aus dem Publikum an uns reingeben? Ja, mache ich sehr gerne. Die erste Frage kommt von Georg Fritz, Jurastudent an der Freien Universität und richtet sich an Frau Keul. Er schreibt, die Position der Grünen scheint es zu sein, dass bei der Anschaffung bewaffneter Drohnen die Risiken den Nutzen überwiegen. Betrachtet man die Position der anderen Fraktionen im Bundestag, mit Ausnahme der Linken, werden bewaffnete Drohnen wohl aber früher oder später angeschafft und genutzt werden. Was für Instrumente können Sie sich vorstellen, um missbräuchliche Einsätze dieser Drohnen in Zukunft zu verhindern? Müssten Drohneneinsätze beispielsweise von einem zugeschalteten Rechtsberater vorerst autorisiert werden? Okay, wir nehmen gleich 2 weitere Fragen. Okay. Die zweite Frage kommt von Henning Lahmann, Senior Researcher am Digital Society Institute an der European School of Management and Technology in Berlin. Und er schreibt, seine Frage bezieht sich auf die menschenrechtliche Dimension von Drohneneinsätzen. Es gibt inzwischen einige Untersuchungen, die zeigen, wie sehr die bloße, häufige oder gar ständige Präsenz von Drohnen im Luftraum über Konfliktgebieten die ansässige Zivilbevölkerung traumatisiert. Wie sehen die Experten und Expertinnen dieses Phänomen vor dem Hintergrund menschenrechtlicher Bindungen? Und die dritte Frage kommt von Oskar Post, wissenschaftliche Hilfskraft beim interdisziplinären Graduiertenkolleg 1876 der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz. In Anlehnung an die erwähnte Praxis der USA und im Lichte des Urteils des OVG Münsters, für die Nutzung bewaffneter Drohnen im Rahmen gezielter Tötungen sind Luftwaffenstützpunkte, wie zum Beispiel in Rammstein, aufgrund der dort errichteten notwendigen Steuerelemente ein wesentlicher Teil der Ermöglichung und der Umsetzung des Einsatzes von bewaffneten Drohnen. Welchen völkervertragsrechtlichen Normen liegen diese militärischen Stationierungen auf ausländischem Territorium zugrunde? Ergeben sich daraus möglicherweise Mechanismen der gerichtlichen oder politischen Kontrolle für die Bundesregierung? Ja, vielen Dank. Ich würde gerne diejenigen aus der Runde, die darauf antworten können und möchten, bitten, sich mit Handzeichen zu melden. Wir haben jetzt hier schon eine Meldung von Frau Keul. An Sie ist ja direkt auch eine Frage gerichtet worden. Deswegen würde ich gleich zu Ihnen schreiben. Ja, vielen Dank. Da kommen natürlich jetzt viele Punkte zusammen, auf die man gerne Bezug nehmen will. Also zunächst mal die Frage, die Mehrheit im Bundestag. Da würde ich jetzt erstmal noch nicht unwidersprochen lassen, dass das bei der SPD alles schon ausdiskutiert ist. Also das scheint ja schon auch noch eine offene Frage zu sein. Aber klar, ich verstehe die Frage dahingehend, wenn man sich gegen die Mehrheit nicht durchsetzen kann im Parlament und in der Minderheit ist, sozusagen, was kann man dafür im Gegenzug dann eventuell
behandeln, was ich glaube nicht, dass es effektiv zu verhindern ist, aber die Frage deutet ja schon an, dass sozusagen das Mindeste wäre, eben einen effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten. Also ein Rechtsberater muss im Einsatz nach meiner Kenntnis ohnehin in dieser Situation hinzugezogen werden. Das ist schon der Fall. Das reicht mir also nicht. Es muss also auf jeden Fall auch eine gerichtliche Aufarbeitung oder auch eben ein parlamentarisches Klagerecht oder Ähnliches auch möglich sein. Das würde sozusagen den aus meiner Sicht eingetretenen Schaden durch den bei der die Risiken etwas mindern, wenngleich auch nicht ausschließen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich verfahren soll. Ich hatte auch noch ein paar Punkte aus der Diskussion, auf die ich Bezug nehmen wollte. Soll ich das an dieser Stelle tun? Oder? Wenn Sie sich kurz fassen, können Sie es tun. Ich versuche es ganz kurz. Also wichtig wäre nochmal der Punkt, FCAS ist angesprochen, die gemeinsame deutsch-französische Konstruktion eines Systems, das ja auch bewaffnete Drohnen beinhaltet. Da ist zu Recht mal die Frage des Exports angesprochen worden. Ja. Könnte mir vorstellen, wenn man auf europäischer Ebene entsprechende Mechanismen vorsieht, dass man sagt, okay, eine eigene Drohne mit entsprechendem Rechtsschutz wäre möglicherweise dann eher zu vertreten. Aber das Hauptproblem ist hier, dass man sich ja noch nicht mal einig ist, wer diese Systeme bekommen soll. Und Frankreich im Augenblick darauf besteht, dass es keine Exportbeschränkungen gibt. Also auch nicht innerhalb des Bündnisses, sondern auch an Drittstaaten. Das heißt also, die gemeinsame bewaffnete Drohne oder das Drohnensystem als solches soll dann also auch möglicherweise an die arabische Halbinsel oder an wen auch immer geliefert werden. Ich glaube, das ist eine sicherheitspolitische Debatte, die da geführt werden muss. Da lege ich auch immer großen Wert drauf, dass ich sage, das ist ein sicherheitspolitisches Risiko. Das können wir nicht allen Ernstes zulassen. Da müssen wir uns erst im Klaren sein, wer soll dieses System kriegen, bevor wir es dann auch produzieren. Ein Aspekt, der noch untergegangen ist, ganz kurz. Die Bundesrepublik als Ziel militärischer legitimer Angriffe, insofern Auswärter von Drohnen auch hier auf deutschem Territorium sitzen. Das ist nochmal ein Ding. Also ich war auch in Jagel und da werden auch die Fotos aus Mali ausgewertet. Auch nochmal in diese Runde. Nach meiner sozusagen einfachen völkerrechtlichen Betrachtungsweise dürfte das eben auch schon dazu führen, dass Jagel ein legitimes militärisches Angriffsziel wird. Das ist hier noch nicht angesprochen worden. Und der letzte Punkt ist nochmal politisch. Wenn ich eben diese Systeme jetzt kaufe, kaufe ich sie leider Gottes von denen, die genau die Systeme so einsetzen, wie wir sie nicht einsetzen wollen. Das heißt, ich kaufe genau bei denen, die das Völkerrecht brechen und schwäche damit meine eigene Position, um diese Einsätze zu kritisieren. Also ich kaufe nicht bei einem Unabhängigen in einem Laden von der Stange, ja, sondern schwäche mein eigenes politisches Argument, weil ich mir dann sagen lasse, was wollt ihr eigentlich? Warum kritisiert ihr uns? Letztendlich wollt ihr die Systeme doch selber haben und dann ist an der Stelle auch die politische Position geschwächt. Soweit von mir. Ja, vielen Dank. Matthias Hartwig hatte sich schon gemeldet. Ich denke, er hat sicher auch eine Antwort auf einen Teil der Fragen. Eher ein Kommentar zu dem, was Caroline Moser und auch Achilles Kordas gesagt haben, noch abgeben. Ich stimme allem, was Sie gesagt haben, völlig zu. Und wenn man in einem Bündnis ist, muss man sich natürlich auch bündniskonform verhalten. Andernfalls macht das Bündnis keinen Sinn. Man kann nicht der ständige, widersprechende Staat sein, der das Ganze blockiert. Einerseits. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in jüngerer Zeit beobachtet, dass das Bündnis oder die einzelnen Teilnehmer desselben unter durchaus auch Druck auf die Bundesrepublik Deutschland sich in Kriegsszenarien engagiert haben, die von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt waren. Da möchte ich nur das Beispiel Libyen nennen. Das war abzusehen, dass das in einem Desaster enden wird. Das ist ja auch so gekommen. Und es war ja damals sehr stark der Druck, auch dass die Deutschen sich daran beteiligen, haben sie nicht gemacht. Grundsätzlich ist es aber natürlich nicht möglich, sich dauernd da draußen zu halten. Auch im Irakkrieg waren wir ja letztlich durch die Einräume von Überflugsrechten mit engagiert. Das wird leider oft vergessen. Und so möchte ich einfach sagen, dass wenn wir natürlich entsprechende Waffensysteme haben, und diese Frage oder diese Bemerkung geht auch an Herrn Zoom, wenn wir solche Waffensysteme haben, dann werden wir ja nicht mehr autonom darüber entscheiden können, sondern nur in dem Rahmen des Bündnisses. Und dann werden diese Waffen möglicherweise eben dann doch eingesetzt werden zu Zwecken, die unserem Völkerrechtsverständnis nicht entsprechen. Das muss man einfach so sehen.
Das ist gut und die Waffen haben sicherlich auch ihre Vorteile und wir sind auch für die Soldaten durchaus nützlich, aber man muss eben auch wissen, dass sie dann möglicherweise zu Zwecken eingesetzt werden, die keine Deckung mehr im Völkerrecht haben, weil das Ganze eben in einem Bündnissystem erfolgt. Dankeschön. Vielen Dank. Andreas Schüller? Ja, vielen Dank. Ich wollte noch auf zwei Punkte reagieren und das eine ist, schon die Situation im Jemen, da macht es natürlich schon Sinn, auch mit Leuten und Betroffenen aus dem Jemen mal zu sprechen, wie da die Praxis aussieht und wie das, wie dort die Drohnenangriffe wahrgenommen werden und auch unabhängig davon, ob da ein Al-Qaida-Trainingscamp oder irgendwas anderes in der Gegend ist, können da über genug Vorfälle berichtet werden, wo Kinder von einem Motorrad geschossen werden oder größere Menschenansammlungen oder Hochzeiten bombardiert werden. Das ist ja die andere Seite. Und wenn man mit den Leuten spricht, was möglich ist, wenn man es nur möchte, dann erfährt man auch ein bisschen, wie das in den Gebieten dann aussieht. Und der andere Punkt, der steht auch in dem Zusammenhang damit, ist die menschenrechtliche Verpflichtung, bei Eingriffen das Recht auf Leben auch effektive Untersuchungen und Ermittlungen anzustellen. Und die fehlt fast immer. In Drohneneinsätzen, aber auch generell natürlich in einem Kontext, in dem in einem bewaffneten Konflikt meistens, wo es zu zumindest Verdachtsfällen kommt, dass das Recht auf Leben in das Recht auf Leben willkürlich eingegriffen wurde, weil die Aufklärung vor Ort das Battle Damage Assessment und solche Sachen den menschenrechtlichen Verpflichtungen dort nicht genügen, umfassend den Eingriff in das Recht auf Leben zu ermitteln. Und viele Fälle, wenn man sie denn vor die Gerichte bringen könnte oder die vor das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehen würden, dort sicherlich ein ähnlicher Schluss und ein ähnliches Urteil ergehen würde. Sprich, diese Transparenz und diese Aufklärung, wer wurde da eigentlich getroffen, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen, welche Mittel wurden eingesetzt und das auch transparent zu machen, natürlich im Rahmen dessen, was in einem Einsatz möglich ist, um jetzt nicht geheimhaltungspflichtige Sachen offen zu legen. Aber daran scheitert es doch sehr häufig und das wäre auch einer der Punkte, in dem es auch unabhängig von Drohnen, aber gerade dann auch, wenn es Drohnen geben sollte im Einsatz, ein starker Verbesserungsbedarf besteht. Ja, vielen Dank. Florian Kriener meldet sich noch. Ich bitte um Verständnis, dass ich die Frage jetzt nicht mehr zulasse oder die Wortmeldung, denn leider sind wir doch etwas aus der Zeit gekommen. Wir haben sehr viele Statements gehört, dafür sind einzelne leider ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich hoffe trotzdem, dass die Vielfalt der Stimmen, die wir hören konnten, das so ein bisschen wettmacht. Ich möchte gern jedem der Eingangsredner noch mal 2 bis 3 Minuten geben für ein Schlussstatement und dann an Anne Peters geben für das Schlusswort. Vielleicht, Herr Sohm, möchten Sie den Anfang machen und dann Christian Marxen. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich eine gewisse Herausforderung nach dieser Diskussion mit einer Vielzahl von Argumenten, auch von durchaus interessanten kritischen Punkten, jetzt in 2, 3 Minuten noch etwas dazu zu sagen. Deswegen möchte ich ein paar Punkte vielleicht herausgreifen, um das kurz zu halten, die speziell so ein bisschen an die Adresse der Bundesregierung gingen, um dann mal unsere Position deutlich zu machen. Es kam ja ein Aspekt heraus, die Bundesregierung würde sicher ein Völkerrecht, das war glaube ich Ihr Argument, Frau Keul, würde natürlich immer den völkerrechtskonformen Einsatz von Drohnen zusichern. Das sei aber etwas kritisch zu betrachten, wie das dann möglicherweise sich in Zukunft entwickeln würde. Zunächst mal würde ich sagen, das ist auch nicht nur eine Aufgabe der Bundesregierung. Die Bundesregierung sichert das sicher zu, das und wird das nach meiner Überzeugung absolut einhalten, dass militärische Gewalt nur in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht eingesetzt wird. Aber wir haben natürlich in Deutschland, das kam jetzt im Laufe der weiteren Debatte etwas kurz auch im Parlamentsplan, weil auch der Deutsche Bundestag hat seine Aufgabe und seine Möglichkeiten, bei den Beschlüssen über Einsätze natürlich Völkerrechtskonformität mit zu gewährleisten. Er hat da genauso ein Kontrollrecht. Wir haben ja das Bundesverfassungsgericht, spricht ja sogar bei Auslandseinsätzen von so einer Verbundentscheidung, von einem Verantwortungsverbund zwischen Bundestag und Bundesregierung. Und das allein schon scheint mir eine gewisse Sicherung zu sein, dass hier völkerrechtliche Standards beinhaltet werden.
Es kam dann mehrmals das Argument, deswegen würde ich, obwohl es in meinen Augen kein drohnenspezifisches ist, die Frage mit dem Rechtsschutz. Und da würde ich doch gerne ein paar Punkte mal zurechtrücken. Ich glaube, da herrscht, jedenfalls kam es mir in der Diskussion vor, ein bisschen eine falsche Vorstellung, wie das bei der Bundeswehr ist. Die Bundeswehr, die deutschen Streitkräfte, sind vollständig integriert in das rechtsstaatliche System der Bundesrepublik Deutschland. Das folgt schon aus dem Verfassungsrecht. Das heißt, immer dann, wenn in einem Auslandseinsatz militärische Gewalt ausgeübt wird, wenn es beispielsweise zu Toten und Verletzten durch Handlungen deutscher Soldaten kommt, findet automatisch ein staatsanwaltschaftliches Vermittlungsverfahren statt. Wie das dann endet, hängt natürlich davon ab, wie die rechtliche Bewertung ist, aber es wird eine unabhängige deutsche Justiz, und zwar eine zivile Justiz, wir haben in der Bundeswehr keinerlei Militärjustiz, das sind zivile Justizbehörden, die ermitteln in diesen Fällen. Man kann sogar sagen, das war ein gewisser Erwöhnungseffekt für deutsche Soldaten, ist völlig in Ordnung, das muss so sein in einer rechtsstaatlichen. Heute macht eigentlich nicht so, dass hier kein Rechtsschutz stattfindet. So argumentiert, als ob wir uns hier in einem rechtsfreien, völlig unkontrollierten Bereich bewegen. Das kann man schon allein von der nationalen Justiz in Deutschland mit Sicherheit zurückweisen. Vielleicht wären das die wichtigsten Punkte, die ich jetzt in dem Zusammenhang nochmal bringen würde. Vielleicht noch zur Position der Bundeswehr oder der Bundesregierung zum Völkerrecht. Das klang ja auch mehrmals an. Wir hätten hier keine klaren Positionen oder kleine, klaren Szenarien. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht zurückweisen. Die Bundesregierung hat eine sehr klare Position zu völkerrechtlichen Vorgaben. Ich habe das jetzt im Detail hier in meinem Eingangsstatement nicht erwähnt, will es auch jetzt aus Zeitgründen nicht mehr machen, weil ich einfach davon ausgehe, dass in diesem Teilnehmerkreis das weitgehend bekannt ist. Natürlich gibt es klare Vorgaben zu der Anwendung militärischer Gewalt. Da lässt die Bundesregierung auch überhaupt keinen Zweifel. Inwieweit wir immer in der Lage sind, Verhalten anderer Staaten zu kritisieren, hängt natürlich auch davon ab, wie weit wir wirklich Kenntnis über einzelne Vorgänge haben. Eine rechtliche Bewertung setzt umfassende Sachverhaltskenntnis voraus, die haben wir auch nicht immer. Das mag hier manchmal zu dem Eindruck führen, da seien unklare Rechtspositionen da, da kann ich aber versichern, das ist so eindeutig nicht der Fall. Besten Dank, ich würde es dabei belassen aus Zeitgründen. Vielen sehr. Christian Marxen. Ja, ich würde mich auch in Ansehung der fortgeschrittenen Zeit vielleicht nur noch auf eine Frage, kurz nochmal auf eine Frage eingehen. Und das ist die Frage, die Herr Sohm, aber auch Professorin Krieger angebracht hat, dass, ob man sozusagen diesen Fall der Bewaffnung von Drohnen sozusagen zu so einer Art Generalabrechnung mit dem Wehrverfassungsrecht nutzen sollte, nutzen kann. Das war so ein bisschen ja, ein Topos in unserer Diskussion. Ich würde sagen, dass schon, auch also nochmal vielleicht ein Argument dafür aufbringen, dass es schon wichtig ist, sich diesen gesamten institutionellen Rahmen auch anlässlich solcher Fragen eben konkret vor Augen zu führen, ihn auch zu überprüfen und auch kritisch zu würdigen, weil letztlich eben auch die Akzeptanz und auch die Umsetzung konkreter Technologien eben davon abhängt, was für Prozeduren, was für rechtliche Mechanismen integriert sind. Und insofern, ich stimme Frau Krieger durchaus zu, dass wir hier viele Probleme haben, dass wir eben nicht tatsächlich dazu kommen, eine politische Fortentwicklung dieser Regelungen irgendwie zustande zu bringen, sondern dass diese letztlich, wenn überhaupt, sukzessive von der Rechtsprechung angebracht werden und dann eben implementiert werden. Gleichzeitig aber glaube ich, dass es dann trotzdem wichtig ist, solche Fokuspunkte sozusagen, wie sie jetzt eben auch anlässlich der Debatte hier stattfinden, dass man das eben auch nutzt, darüber zu reflektieren, was denn eigentlich der Rahmen ist, in dem militärische Gewalt und dann eben auch diese neuen Technologien eingesetzt werden. Und damit, ja, das würde ich belassen. Ja, vielen Dank. Von meiner Seite schon mal ganz herzlichen Dank an die Referenten, an alle hier um den Tisch und auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt gebe ich an Professor Anne Peters für das Schlusswort. Ja, vielen Dank, Alexandra Kämmerer. Vielen Dank an alle Diskutanten. Ich habe mich jetzt stark zurückgehalten, weil ich nämlich heute Nachmittag schon 7 Stunden in einer Zoom-Konferenz war mit Experten des humanitären Völkerrechts aus Genf zur Rolle von Tieren im bewaffneten Konflikt und zu Auswirkungen des bewaffneten Konflikts auf Tiere, wo unter anderem auch Vergleiche mit autonomen Waffen gezogen wurden. Deswegen habe ich aber jetzt keine Energie mehr gehabt, mich einzubringen, war ja auch gar nicht nötig, da wir so viele kompetente Beiträge hatten, dass die Zeit sogar gar nicht ausreicht. Ich möchte einfach nur 2 Punkte sagen. Erstens wurde am Anfang gesagt, ja, wenn Deutschland auf Drohnen verzichtet, dann steht Deutschland natürlich schlechter da als die anderen, die die Techniken benutzen. Hier muss man aber doch sagen, dass
das Grundgesetz in vieler Hinsicht, sowohl verfahrensmäßig als auch materiell, Deutschland spezielle strenge Schranken auferlegt, die strenger sind als das allgemeine Völkerrecht. Und wenn solche Beschränkungen gewollt sind, was natürlich politisch diskutiert werden muss und rechtlich fixiert werden muss, dann ist das kein, also dann ist das durchaus möglich, wie er auch praktiziert. Zweiter Punkt, Herr Sohm hat nochmal darauf hingewiesen, das möchte ich unterstützen. Der Rechtsschutz ist im Rechtsvergleich, im internationalen Vergleich in Deutschland und für den Einsatz von deutschem Militär extrem weitgehend. Natürlich gibt es Lücken, aber Deutschland hat ein viel dichteres Rechtsschutzsystem über Organklage, über europäischen Menschenrechtsgerichtshof und so weiter. Das ist zutreffend. Das kann man natürlich immer noch zu wenig finden, aber im Vergleich ist es sehr, sehr weitgehend. Deswegen muss man sich bewusst sein. Letzter Punkt. Am Anfang wurde das angesprochen, dass Drohneneinsatz keine spezifischen Probleme des humanitären Völkerrechts aufwerfen würde oder nur ganz wenige. Ich glaube aber doch, dass es richtig ist, die drohnentypischen Völkerrechtsprobleme zu diskutieren, auch wenn sie vielleicht nicht drohnenspezifisch sind. Nach aller Erfahrung wird Targeted Killing, gezieltes Töten, vor allem mit Drohnen gemacht, wenn es theoretisch auch anders möglich ist und ganz selten anders passiert. Und deswegen finde ich es richtig, dass diese typischen Probleme hier angesprochen werden. Und die Diskussion heute, die ja sehr kontrovers war, hat gezeigt, dass, glaube ich, doch viel Gesprächsbedarf besteht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es so kontrovers diskutiert wurde, dass auch Pluralismus innerhalb des Max-Planck-Instituts sichtbar wurde. Und wir hoffen, dass wir dadurch einen Beitrag zu der aus meiner Sicht notwendigen öffentlichen Debatte leisten konnten. Ich danke nochmal allen für Ihre Teilnahme. Ja, vielen herzlichen Dank. Normalerweise sage ich an dieser Stelle, wir freuen uns, das Gespräch beim Glas Wein fortzusetzen. Das ist heute leider nicht möglich, hoffentlich nächsten Sommer wieder. Aber wir werden alle Themen und Positionen, die heute geäußert wurden, auch mitnehmen und sicher auch Gelegenheit haben, diese Debatte bald in einem virtuellen oder anderen Rahmen fortzusetzen. Herzlichen Dank. Ich schließe damit das Webinar. Schönen Abend noch. Tschüss.